Ich bin so ein kleiner Affe, Leute, und ich muss es hier probieren, richtig groß zu werden. Also immer diese grünen Sachen einzusammeln, um ein richtig heftiges Monster zu werden. Und es anscheinend da hinten den ganz großen King Kong zu besiegen. Oh, jetzt haben wir gerade King Kong versus Godzilla, Freunde. Und, oh, komm schon, boom. Yo, wie der einfach gerade da durchfliegt, Freunde. Oh mein Gott, wir können ja auf jeden Fall heute in diesem Spiel mega, mega viel freischalten. Und müssen natürlich probieren, jetzt immer am Ende den Godzilla oder andere Monster zu besiegen. Das ist auf jeden Fall unser Problem, was wir quasi mal tun müssen. Wir können auch zum Beispiel hier im Shop, Leute, zum Beispiel so andere Monster auswählen. Das heißt, hier sind wir jetzt gerade sogar anscheinend ein richtig krasser Godzilla. Das heißt, hier sind wir so ein kleiner Lemur oder sowas. Oh mein Gott, Leute, jetzt können wir auf jeden Fall, glaube ich, jetzt hier... Oh mein Gott, seht ihr das? Wir können jetzt richtig krass aussehen und richtig heftig werden. Wenn ich jetzt hier die roten Teile einsammle, werde ich jetzt sogar kleiner. Wenn ich aber die grünen Teile einsammle, oh mein Gott, dann werde ich richtig groß und wütend, Leute. Guck mal, ich verwandle mich jetzt hier. Oh mein Gott, in ein Godzilla. Jetzt kämpfen wir gerade hier. Boom, boom, boom. Einfach. Wow, Godzilla vs. King Kong. Und oh mein Gott. Leute, was? King Kong ist, glaube ich, gerade bis mal 7 oder so geflogen. Und dadurch kriegen wir quasi auch immer viele, viele Gems. Und mit diesen Gems, Leute, können wir halt sogar hier, wenn man sogar sehen kann, oh, man kann sogar auch noch VIP kaufen, Freunde, kann man nämlich sogar, oh, warte mal, wir müssen jetzt hier gerade erstmal ganz kurz was machen, und zwar so ein Wasserlevel. Und wir können halt mit diesen Gems, können wir noch so Aufgaben erfüllen, oh Gott. Und müssen auch allgemein mal probieren, irgendwelche Aufgaben zu erledigen, um halt mehr Gems zu bekommen. Das heißt, das werde ich auf jeden Fall auch nochmal gleich zeigen. Jetzt erstmal schön mit der Riesenkrake durchgehen, jetzt hier irgendwie, was, diesen Gamera töten. Oh mein Gott, der fliegt hier. Was? Der fliegt hier richtig durch und richtig brutaler Kill jetzt hier gerade. Guck mal jetzt hier, unsere Krake ist halt auf jeden Fall richtig krass unterwegs. Aber pass auf, ich zeige dir gleich mal, was ich meine mit den Gems, Leute, weil wir haben jetzt so Möglichkeiten, richtig viele Gems zu bekommen. Zum Beispiel jetzt hier, können wir zum Beispiel, wenn wir 25 von diesen Dumpsters töten und sowas, oder zum Beispiel als, oh, wir müssen als Godzilla 5-mal spielen, dann kriegen wir zum Beispiel 100 von diesen Münzen. Und das ist auf jeden Fall echt wichtig jetzt gerade. Guck mal, jetzt sind wir hier sogar gerade in der Luft, Leute. Oh, jetzt ist schön den Helikopter ausschalten, wo ich bin jetzt hier, glaube ich, gerade so ein kleiner Drache oder sowas, ne? Guck mal, Leute, ich bin ein kleiner Drache und jetzt hier auch das UFO kaputt gemacht, was auf jeden Fall auch ein Level ist. Und jetzt hier, guck mal, zack, jetzt müssen wir gegen so ein richtig krasses Monster kämpfen, und zwar gegen Gedultu oder sowas. Ich bin gerade ein großer Drache und jetzt komm schon, schießen wir den komplett durch. Jo, wir können so richtig bewegen, wo wir den hinhaben wollen, Leute. Bedeutet, wir können ja richtig nutzen, um ein richtig krasses Monster zu werden. Und wir haben sogar gleich hier anscheinend ein neues Monster gleich freigeschaltet, was auf jeden Fall echt anscheinend richtig, richtig heftig sein soll. Also dieses Monster werden wir vielleicht mal abchecken. Es wäre jetzt schön, das Polizeiauto kaputt machen. Oh mein Gott, Leute. Wir werden jetzt hier zu einem richtig krassen Monster. Okay, jetzt bin ich jetzt schon wieder Godzilla. Bedeutet, oh, erstmal das Haus kaputt machen. So, bedeutet, ich kann jetzt auf jeden Fall gleich wieder... Oh mein Gott, ich muss gegen einen großen Roboter, also so einen Transformer antreten. Und der fliegt jetzt richtig durch die ganzen Häuser jetzt schon wieder durch. Ha! Leute, den haben wir gerade so kaputt gemacht, ne? Der wird ja... Oh mein Gott, jetzt haben wir einen neuen Charakter frei. Der Caillou-Roboter oder sowas, Leute. Wie krass denn der, bitteschön. Das ist ja richtig heftig, Leute, dass wir quasi den jetzt gerade bekommen haben. Aber ich habe jetzt gerade sogar mal im Shop abgecheckt, Leute. Wir können jetzt nämlich sogar die richtig krassen Sachen leider freischalten. Das heißt, so ein extra nochmal so Waffen und sowas. Guck mal jetzt hier, guck mal, wie viele Gems ich hier einsammeln kann, Leute. Eine richtige Gem-Runde. Und der wird jetzt... Oh, King Kong wird so weggehauen, Freunde. Und boom. Und King Kong fliegt durch alle Häuser durch, bis zum geht nicht mehr. Alter, King Kong wurde sowas von uns gerade geholt, ne? Und wir kriegen jetzt sogar so eine neue Motte oder sowas, Leute. Ich bin mal gespannt, was diese Motte uns bringt. Jetzt haben wir schon mal 200 Gems. Und mit 1000 Gems können wir sogar ganz, ganz krasse Charaktere freischalten. So, jetzt erstmal schön das Boot zerstören. Ich guck mal gleich, wie weit wir mit unseren Aufgaben sind, weil unsere Aufgaben, die, guck mal, auch nochmal zack, das zerstören, Leute. Ich werde jetzt hier zum richtig krassen Oktopus. Oh mein Gott, ich bin jetzt der Oktopus. Muss jetzt hier probieren, Godzilla zu holen. Okay, als, oh mein Gott. Komm schon, bam! Und Godzilla fliegt auf jeden Fall ein bisschen durch die ganzen Container und so. Den haben wir jetzt gerade schon mal sehr, sehr gut weggehauen, Leute. Also, oh, wir werden auch sogar gleich jetzt hier die Motte, Leute. Deswegen bleibt dran, um nicht zu verpassen, wie wird es hier die richtig krasse Motte werden. Man kann ja jetzt schon mal sehen, Leute, dass jetzt hier schon mal richtig weiter vorankommen. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen als Godzilla spielen. Und dann haben wir einfach so 100 Gems kostenlos. Jetzt hier, guck mal, zack, den zerstören. Dann hier ganz kurz den Baum zerstören. Leute, wir sind gerade hier mega gut am Start. Guck mal, jetzt hier alles. Oh mein Gott, ich sammle jetzt hier alles ein. Und jetzt nochmal, oh, oh, kann ich hier Godzilla werden? Yeah, ich verwandle mich in Godzilla. Oh, und dann den krassen Roboter. Yo, der fliegt durch die ganzen... Ich sehe gerade gar nichts mehr, Leute. Wir haben ihn, glaube ich, gerade komplett zerstört.
Der hat's echt, den hat sowas von erwischt und sogar jetzt hier 60% von der Dingens, Leute, von der Mod jetzt schon wieder. Alter, wir werden jetzt, glaube ich, richtig, richtig heftig werden. Schon wieder so eine Gem-Runde, Leute. So viele Gems einsammeln, wie es nur geht. Okay, jetzt hier, wow, alle Gems. Oh mein Gott, ich habe gerade so viel eingesammelt. Ich muss so viele Gems jetzt einsammeln, Leute. Und jetzt hier, zack, oh mein Gott, ich habe sie alle eingesammelt. King Kong wird auf jeden Fall so weit wegfliegen jetzt, Leute. Eben gerade, oh, was, so viele Gems gerade eingesammelt. Und ich glaube, ich brauche noch eine Runde als Godzilla spielen. Da haben wir, glaube ich, gerade 100 Münzen umsonst. Und dann spielen wir auf jeden Fall wieder als King Kong. Weil King Kong hat nochmal andere Gegner, Leute. Das heißt, oh, ich glaube, ich habe erst hab ich gerade gesehen. Wir haben jetzt, glaube ich, gerade was freigeschaltet. Da stand gerade irgendwie eine 1. Das heißt, ich check das gleich mal ab, Leute. Oh mein Gott, ich bin ein richtig krasser... Leute, ich bin ein richtig krasser Drache. Oh, jetzt verwandle ich mich auch in einen richtig heftigen Drache. Und jetzt kämpfen wir gegen die Motte. Wenn wir sie ausschalten, Mothra. Wenn wir es schaffen, Mothra auszuschalten, kriegen wir Mothra freigeschaltet. Wow! Was? Wir haben ihn bis mal 8 gehauen, ne? Also so weit wie es nur geht. Guck mal, unser Drache ist richtig heftig. Jetzt haben wir hier die Motte frei, Leute. Mothra einfach. Was? Leute, das ist ja so krass, wie wir jetzt einfach gerade Mothra freigeschaltet haben. Yo, das ist ja unnormal, Leute. Also das Ding ist, anscheinend können wir jetzt hier sogar mal abchecken, ob wir jetzt hier, genau, jetzt haben wir nämlich was Neues bekommen. Das heißt, hier haben wir jetzt einfach 100 Münzen so umsonst bekommen. Und das ist dann schon mal eins von den drei Daily-Aufgaben. Mal gucken, ob wir die anderen auch gleich schaffen können, Leute, die anderen Daily-Aufgaben. Aber ich würde mal sagen, ich werde jetzt mal ganz kurz hier nämlich den, hier wieder den King Kong nehmen, Leute. Als King Kong sind wir auf jeden Fall echt gut am Start. Aber diese Gem-Runde, Leute, den nehme ich auf jeden Fall nochmal hier schön mit. Jetzt hier schön das UFO zerstören, noch schön den Helikopter zerstören. Leute, ich kriege halt richtig viele Punkte und oh mein Gott, ich kriege jetzt hier so viele Gems. Ich kriege jetzt, ihr habt jetzt alle Gems eingesammelt, jetzt kennen wir dasselbe Monster. Drache gegen großer Drache. Können wir ihn holen? Und oh, was? Was? Die fliegen jetzt mittlerweile so krass weit weg, Leute. Das ist ja nicht mehr normal. Oh mein Gott, wir haben gleich ein neues Ektomonster oder sowas. Und wissen Sie, dass wir schon mal über 500 Gems bedeutet. Wir können uns eigentlich einen richtig krassen Charakter freischalten, Leute. Und schon wieder eine Gem-Runde. Oh mein Gott, das ist ja zu gut, Leute. Wir kriegen einfach gerade so viele Gems geschenkt. Alle mitnehmen, Freunde. Die ganzen... Guck mal jetzt hier. Wir sind jetzt gerade... Leute, wir sind jetzt hier gerade hier King Kong versus Godzilla. Und ihr... Godzilla wird weggehauen. Auch wieder bis ganz nach hinten, Leute. Das ist ja unnormal, wie weit die gerade alle wegfliegen, ne? Leute, wir sind der krasseste King Kong gerade am Start, ne? Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Wir haben jetzt nämlich... Oh mein Gott, jetzt haben wir schon fast 700 Gems, ne? Ich gucke jetzt ganz zu dem Shop, weil ich würde jetzt nochmal hier ganz kurz Godzilla nehmen. Weil Godzilla, da werden wir, glaube ich, die anderen richtig weit wegbekommen. Jetzt ist schön den Helikopter zerstört. Ganz wichtig, Leute. Hier auf jeden Fall keine roten Pillen einsammeln. Das ist hier schön. Jawohl, beides genommen. Auch das UFO, Leute. Oh mein Gott, das UFO. Und jetzt immer wieder... Was ist das denn, Leute? Was ist das denn für ein Monster? Der Cerberus, der dreiköpfige Hund. Guck mal, wie weit wir jetzt den weghauen. Wow, der ist auch bis mal 8 geflogen. Ey, wir haben gerade den Cerberus gerade geholt, Leute. Und das ist, glaube ich, ist es das Monster, was wir gleich freischalten werden? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir kriegen nämlich gleich ein richtig krasses Monster. Ey, wir haben gerade einfach den Cerberus, Leute. Was? Wir haben einfach gerade den Cerberus besiegt. Mal gucken, was für Monster wir gleich noch haben werden. Jetzt hier schön, guck mal, schön den Bus zerstören. Schön wieder die Gems einsammeln. Schön, dass wir mal hier das Auto zerstören. Oh mein Gott, wir können ja richtig viel gerade zerstören. Jetzt kämpfen wir. Gegen wen kämpfen wir denn jetzt? Wer ist das denn für Monster? Der Gamera, jetzt auch schon wieder die heftige Schildkröte. Die hauen wir aber bis ganz nach hinten, Leute. Wow! Und ich sehe gerade gar nichts mehr. Also ich glaube, wir haben Gamera ganz schön weit weggeholt. Aber guck mal, wir sind jetzt fast bei 1000 Gems und kriegen auch gleich schon wieder ein neues Monster frei. Bedeutet, wir können gleich auf jeden Fall richtig, richtig viel freischalten, Leute. Oh mein Gott, okay, jetzt sind wir schon wieder Oktopus, ne? Oh mein Gott, okay, Oktopus schnappt auf jeden Fall die Boote, macht die ganzen Boote kaputt. Oh, Leute, unser Oktopus wird jetzt richtig groß werden. Hier schön alles einsammeln. Oh Gott. Was ist das? Leute, wenn wir das Monster besiegen, kriegen wir das Monster. Das ist einfach der Cthulhu oder wie der heißt, den wir eben auch besiegen mussten. Und den können wir jetzt hier... Oh, den haben wir nur bis mal 3 oder mal 4 nur gehauen, ne? Okay, das heißt, jetzt kriegen wir, glaube ich, dieses Monster. Ja, jetzt haben wir auch dieses Monster in unserem Inventar. Oh mein Gott, wir haben schon so viele Monster gerade eingesammelt, Leute. Das ist halt echt nicht mehr normal, wie viele wir schon eingesammelt haben. Schön, hier wieder die neuen Gems mitnehmen. Wir sind jetzt schon fast bei 1000 Gems, Freunde. Bedeutet, wir können gleich den krassesten Charakter freischalten. Oh, ich bin echt gespannt, Leute. Ich bin echt sowas von gespannt, was das für ein Charakter sein wird. Es wäre schön, jetzt die ganzen Teile einsammeln, die auch das Boot, glaube ich, kaputt machen. Oh mein Gott. Oh, yo, ich bin jetzt noch, eine krassere... Was? Leute, guck mal, ich bin jetzt der Kraken. Was, Leute? Ich bin gerade vom Oktopus zum Kraken geworden. Und, oha, bin die gerade so weit gehauen, ne? Lol, wir waren ja vor die ganzen Oktopus, sind einfach Kraken. Und was denn? Das sind diese Monster. Das sieht ja aus wie so ein Pokémon, Freunde. Oh mein Gott, wir kriegen so viele Gems. Das ist gerade nicht mehr normal, Leute.
Das ist gerade alles nicht mehr normal. Guck mal jetzt hier schon. Ja, Mann, das UFO wieder zerstört. Den Helikopter zerstört. Ich glaube, wir kriegen gleich die neue Auszeichnung, weil wir halt gerade so viel zerstören, Leute. Jetzt hier schön wieder das UFO kaputt gemacht. Wichtig. Und jetzt wieder als großer Drachen gegen den Drachen kämpfen. Auf jeden Fall ganz wichtig jetzt hier gerade. Komm schon, hau sie alle weg. Ja, und wir können sogar echt bestimmen, wo die gegen, also wo die hinfliegen sollen. Ne? Also gegen was die quasi so fliegen sollen. Da sind auch richtig viele Jets und sowas. Und wir haben jetzt gleich den krassesten Charakter frei, Leute. Deswegen bleibt dran, um nicht zu verpassen, wie wir den krassesten Charakter freischalten. Ich bin echt sowas von gespannt jetzt gerade. So, hier schön wieder alles einsammeln. Zack, 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 zack. Doppelte. Ne, alles doppelt einsammeln, Leute. Oh, jetzt hier schön den Helikopter kaputt machen. Oh mein Gott, der ist gerade sonst wohin geflogen, Leute. Okay. Schön wieder. Oh mein Gott. Wir sind jetzt Maximum. Wir sind jetzt Maximum. Wir haben jetzt noch so viel Action jetzt gerade vor uns. Yo, wir sind gerade so groß geworden. Jetzt müssen wir gegen Mothra kämpfen. Aber die haben wir einfach mit 2 Schlägen weggemacht, Freunde. Oh mein Gott, Mothra ist gerade so krass gegen 3 Türme geflogen. Das heißt, der hat einfach gerade, der wurde gerade sowas von auseinandergenommen, Leute. Und jetzt haben wir nur noch 40% zu dem anderen krassen Monster, Leute. Das wäre zu krass, wenn wir das Monster jetzt gleich freischalten. Wir kommen jetzt hier schön durch, die Wand kaputt machen, nochmal kaputt machen und jetzt hier schön das Haus kaputt machen, Leute. Oh mein Gott, das ist gerade so zerbröselt, ne? Das ist gerade so zerbröselt, auch wieder ein Baum. Guck mal, wie krass wir jetzt hier werden, Leute. Wir sind der heftigste Godzilla vs. Godzilla-Kampf. Und jetzt haben wir einfach den Godzilla weg bis zum Geht nicht mehr und damit haben wir einfach das komplette Spiel auseinandergenommen, Freunde. Denn die Chance haben Mirkan und ich heute. Mirkan, guck mal, wir können jetzt hier gerade Geld machen. Siehst du das? Boah, was? Und das Ding ist, das Coole ist halt bei dem Ding, wir können quasi Geld schießen, das können wir einsammeln, das, dadurch kriegen wir wieder mehr Geld. Und wir können sogar hier die Minus-Sachen entfernen. Das bedeutet, wir können theoretisch später Sachen, die quasi Minus sind, zu positiven Sachen verwandeln. Boah. Und jetzt, guck mal, können wir sogar schon über 106 Dollar haben. Und wir können jetzt hier, guck mal, schön das ganze Ding hier einmal, warte, einmal schön das ganze Ding einsammeln. Oh, mach die Mitte. Hier auch noch. Och, nein. Okay, ich bin gegengeflogen. Aber kein Problem. Wir werden auf jeden Fall heute aufleveln und probieren, komplett durchzugehen bis ganz nach hinten. Deswegen erstmal ein bisschen Geld jetzt hier einsammeln, ne? Ganz, ganz wichtig. Und dann können wir ja auch so richtig so Boni im Shop, sogar Haus hier und sowas haben. Deswegen lass mal ganz kurz hier dieses Ding einsammeln. Oh, das Geld. So, und dann können wir jetzt hier nämlich, Alter, guck mal, was für eine krasse Feuerrate wir direkt haben. Oh. Yo, Bro. Wir sind schon jetzt bei 100. Mach Plus draus. Stimmt, wir hätten Plus draus machen können, ne? Range, können wir beides, nee, wir können nicht beides einsammeln. Okay, Feuerrate nochmal ganz kurz. Ich glaube, wir hätten mehr Range machen müssen, ne? Aber die Feuerrate ist jetzt schon richtig krass. Guck mal, jetzt können wir hier alles einmal einsammeln jetzt hier. Guck mal, zack. Hier auch nochmal alles eingesammelt. Alter. Guck mal, wie wir jetzt durchbrettern. Alter, 50. Oh, der auch noch. Oh nein. Oh. Aber mal 6. Und das bedeutet, dass wir jetzt, glaube ich, viel Geld bekommen. Mal gucken, wie viel kriegen wir. 500 Dollar. Sehr gut. Und jetzt können wir nämlich hier anscheinend Upgrades kaufen. Du siehst hier den Start-Count können wir erhöhen. Unser Einkommen. Ich würde sagen... Oh. Wollen wir unser Einkommen erhöhen? Unser Einkommen ist, glaube ich, nicht schlecht, ne? Und Start, oder? Und Start, ne? Das heißt, das und das. Das heißt, jetzt haben wir unseren Startcount schon auf 1 Dollar gemacht. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so ein krasser Unterschied. Aber können wir auch schon spinnen? Okay, wir können auch nicht spinnen. Ey, das wäre cool. Aber wir können auch nicht spinnen. Und Haustiere haben wir auch noch nicht. Okay, Leute, das holen wir uns auch gleich alles. So, jetzt hier die Feuerrate auf jeden Fall erstmal erhöhen. Jetzt hier schön einmal... Oh, nein! Okay, die Range noch erhöhen. Ich glaube, wir hätten die Feuerrate erhöhen sollen. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, wir hätten echt die Feuerrate erhöhen sollen. Aber guck mal. Wow. So, guck mal, da rennen 35. 35 Euro läuft weg. Hey, her damit. Oh, Alter. Was geht hier ab? Okay, jetzt hier schön nochmal die Range. Alter, jetzt haben wir extreme Reichweite. Oh mein Gott. Yo, guck mal, wir sind schon mit 350 Dollar. Jetzt hier einmal, warte, schön alles zack, zack, hier zack, 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 zack. Mitnehmen. Zack, 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 zack. Stark. So, hier auch nochmal. Okay, jetzt kommen die 50er, 50er, 50er. Nein. Das hätten wir, glaube ich, geschafft. Ich glaube, Feuerrate ist hier der Weg, ne? Ich glaube, also, Feuerrate und dann am Ende nochmal so die Reichweite mitnehmen. Ich glaube, das ist es nämlich. So Bonus-Level. Können wir da nicht spielen, dafür müssen wir Werbung gucken. Aber wir können unseren Count erhöhen. Im Shop, Trails können wir... Wir können Euro werden, ne? Aber wir können immer noch nicht die Sachen kaufen, was natürlich schade ist. Aber nicht so wild, denn... Oh, guck mal, jetzt machen wir plus 2. Oh, wie gut. Oh nein. Wieso bist du ausgewichen? Ich hab's ausgesehen, nicht mitgenommen. Oh, das war gerade nicht so clever. Okay, hier, das nehmen wir auf jeden Fall nicht mit. Euer Rate nochmal ganz kurz erhöhen. So, jetzt hier schön einmal. Oh, Feuerrate. Oh ja. Feuerrate extrem hoch jetzt gerade. Jetzt können wir die Range erhöhen. Oh mein Gott. Was haben wir gerade für eine Reichweite? Das ist es, ne? Das ist es jetzt echt. Guck mal, wie wir jetzt gerade erhöhen. Guck mal, jetzt hier plus 2. Guck mal, das heißt, wir machen auch sogar doppelten Schaden hinten bei den Teilen. LOL.
Hä? Wie gut. Cool, wie krassen Schaden wir das machen, nur allgemein. Jetzt kann ich hier durch voll durchbrettern. So, guck mal. 90. Ach nein. Okay, ich glaube, hätte man nur gerade ausgeschossen, wären wir weitergekommen. Aber das ist ganz gut gerade, weil jetzt haben wir, glaube ich, extrem viel Geld bekommen. Mal gucken. Ich schätze mal so 800 Dollar. Boah, 1000. Alter. Okay, Megapack brauchen wir nicht. Was holen wir jetzt als nächstes? Womit haben wir 2 geschossen? Ich glaube, Bullet Count ist, ne? Schon cool. Ich glaube, Bullet Count war krass. Okay, wir machen nochmal Bullet Count. Haben wir jetzt 4? Ne, wir haben jetzt 3. Okay, ist auch in Ordnung. So, Range erhöhen. Regenbogen. Hä, ehrlich? Hä? Stimmt? Wo? Hä? Jetzt haben wir so... Hä? Oh, ein Bonus Road. Oh, was? Oh, was? Was? Alter, was geht denn jetzt ab? Hä, wir haben jetzt eine Bonusstraße bekommen. Aber wir bekommen keine Upgrades. Nein, nein, wir kriegen... Nein, leider nicht, ne? Oh... Komm, ey, wir haben nur Range, hä? Wir müssen voll die schlechte Feuerrate, guck mal. Die ist extrem schlecht. Oh, oh. Oh nein. Ey, unsere Feuerrate ist so schlecht, Bro. Wir werden Bro. Millionär noch? Wir werden heute auf jeden Fall Millionär werden. Oh. Aber wir brauchen, das ist auf jeden Fall, wie wir es gerade gemerkt haben, Feuerrate, Leute. Also Feuerrate ist das, was wir auf jeden Fall... Oh Gott, wir können Feuerrate erhöhen. Hä? Wollen wir? Hä? Ja? Ja, klar. Feuerrate erhöhen, hä? Wie krass, aber was ist das gerade? Das ist selten, dass es gekommen ist. Alles, lol. Okay, wir anscheinend wieder ein Duell machen. Wir machen aber erstmal kein Duell. Nee. Wir sind dazu noch zu schwach, Leute. Und hier können wir noch nichts kaufen gerade. Können wir Haustiere schon kaufen? Das ist eine Ding, aber dafür müssen wir einmal Werbung gucken. Okay, das ist egal. Dann machen wir jetzt hier. Wir waren ja schön durch die Feuerrate. Wir haben jetzt ein eigenes Haustier. Was ist mit? Wir haben jetzt einen Schlüssel. Hä? Okay, warte, das links ist schlauer. Links war viel schlauer zu gehen. Ja. So, hier nochmal durch die Feuerrate brettern, ne? Oh mein Gott, jetzt haben wir so eine krasse Feuerrate, Bro. Wir Bro, haben so oh eine Gott, krasse Feuerrate. Komm schon, Range noch erhöhen. So, jetzt hier die mal voll machen, die Teile. Feuerrate nochmal erhöhen. Alter, wir haben so eine krasse Feuerrate jetzt gerade, ne? Guck mal oh hier. Gott. Oh wir durchbrettern. Guck mal, zack, 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 zack. Und jetzt, ich glaube, wenn wir jetzt nur gerade ausschießen, ab jetzt ungefähr hier. Ah, hier lohnt es jetzt. Jetzt schießen wir nur gerade aus. Jetzt sollten wir eigentlich extrem krass durchkommen, ne? Guck mal hier. Das stimmt. Da ist das Beste. Da sind wir auch jetzt durch. Komm schon, 90. Aber guck mal, oh. Oh, okay, den haben wir noch. Mal 10. Wir haben es gerade mal 10. Krank. Und wir können ihn adoptieren, aber wir haben keine Werbung, Leute. Das heißt, wir können ihn nicht adoptieren. Hier, wir können die Reichweite erhöhen. Würde ich sagen, machen wir einfach mal, ne? Da sehe ich uns. Und wie viel Geld kriegen wir? 1000. Okay. Können wir schon spinnen? Immer noch nicht, ne? Schade. Ich würde gerne mal spinnen. So, Bullet Count. Oder machen wir Start Count. Oder Income. Alles gut. Das ist alles gut. Machen wir Income, oder? Machen wir erstmal Income. Machen wir Income, ja. Haben wir ein bisschen mehr Geld. So, hier Feuerrad auf jeden Fall direkt. Das ist wichtig, Leute. Zack. Ich habe das Gefühl, es gibt irgendwie so eine, oh, so eine Begrenzung an Feuerrate nach einer Zeit. Ja, ich glaube, das ist schon die maximale, oder? Ich glaube auch. Also ich glaube mehr. Guck mal jetzt hier, guck mal die Reichweite. Jetzt schön die Reichweite hoch machen. Oh. Jetzt haben wir alles extrem hoch. Oh mein Gott. Mach mal aber Range. Ah, okay, es gibt nur Range. Naja, wir können jetzt hier, guck mal, wir haben jetzt die Range extrem hoch gerade gemacht. So, guck mal jetzt hier. Und jetzt ballern wir uns einfach komplett nur, guck mal jetzt hier, auf zwei Linien. Auf zwei Linien machen wir jetzt einfach. Guck mal, wie clever das ist. Das ist voll clever. Wenn wir richtig nur gut auf zwei fokussieren. Guck mal jetzt hier. Gut, jetzt können wir nur noch durch eins durch. So, jetzt fokussieren wir uns auf das eine Ding. Und wir kommen auch mal 10. Auch wieder mal 10. Aber es geht auch viel, viel weiter, sehe ich gerade. Wir können viel, viel weiter kommen. So, guck mal jetzt hier wieder 1200 Dollar. Wir haben jetzt hier ein Bonuslevel, das können wir leider nicht spielen. Aber wir könnten unseren Bullet Count erhöhen, ne? Und ich glaube, das ist wichtig. Das ist das Ding, worauf wir uns fokussieren müssten. Ich glaube, das ist so, dass. Das ist, guck mal, Feuerrate auf jeden Fall jetzt hier. Zack, zack, zack. So. Weil jetzt direkt, wenn man Feuerrate hat, Alter. Man hat direkt. Oh mein Gott. 100, 200. Alter, was? Bonusstraße? 500 Dollar? Das können wir machen. Wir brauchen 500. Nein. Okay, oh, gut zu wissen. Nein. Range 500. Hast du gerade gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Die haben gerade die Range erhöht. Dadurch, dass wir quasi vor dem Ding gerade die ganze Zeit waren. Hä? Okay, jetzt guck mal hier nochmal schön. Wie bis wohin schießen die jetzt? Wir können es anscheinend extrem weit schießen, ne? Weil wir die Range erhöht haben. So, warte mal. Jetzt fokussieren wir uns wieder auf zwei Sachen. So. Alter, guck, wie weit wir schießen können. Was? Hä? Hä? Digga, wir schießen ja extrem weit. Guck mal. Geh nur links lang. Ich gehe jetzt nur links lang, Leute. Wir sind gerade bei 1200 Dollar, ne? Aber wir schießen dann unser Geld weg. Ah. 290 weg? Alter. Komm, 300 auch noch weg. Komm schon, 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 komm schon. Ja! Ja, krank. Mal 13. Alter, was? Hä? Und jetzt haben wir gerade extrem viel Geld bekommen, ne? Ich glaube, oder? Haben wir? Wie viel Geld? Oh mein Gott, ich glaube, das ist über 1000. Ich glaube, über 1400. Oh.
Was? Okay, Bullet Count oder Income? Ich würde sagen Bullet Count. Ich würde auch sagen Bullet Count, ne? Das ist das, womit wir am meisten Geld machen. So, jetzt hier die Range. Oh, jetzt haben wir schon einen zweiten Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel. Oh mein Gott, wir brauchen noch einen. Das sind schon 2 von 3. Okay, hier kurz erhöhen. Das war, glaube ich, schlauer, ne? Als nur einer. Ja, ja. So, hier nochmal ganz kurz das hochmachen. Alter. Und jetzt die Feuerrate. Die Feuerrate nochmal richtig fett erhöhen jetzt hier. Und dann nach rechts. Und jetzt machen wir rechts. Und jetzt machen wir schön die Range nochmal erhöhen. So, das nochmal schön erweitern. Alter, und jetzt nochmal 0 Dollar zu. Jetzt hier nochmal ganz kurz zack, 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 zack. Das sollte eigentlich... Oh mein Gott, das kommt extrem weit. Das ist auch richtig gut. Und jetzt fokussieren wir uns wieder nur auf eine Seite. Weil unsere Range ist quasi so erlaubt, ne? Ja, plus 5. Jetzt, wir gehen ja gerade durch wie Butter. Merkst du das gerade? Wir gehen gerade durch wie Butter. Na, das wird jetzt aber langsam eng jetzt gerade, ne? Und 300er weg. Na, ja, wieder selbes Ding, mal 13. Aber ist gut. Aber dadurch ja jetzt wieder viel Geld bekommen. Und mit diesem Geld können wir jetzt, ich glaube, jetzt haben wir wieder, oh, 1500 Dollar, ne? Alter. So, können wir jetzt ja auch nochmal Haustiere holen? Nee, ne? Im Shop? Auch nicht, da muss man überall Werbung gucken. Das verstehe ich nicht. Aber wir können jetzt schon die ganzen Teile uns, glaube ich, holen, ne? Bonus-Level können wir auch noch nicht machen. Aber lass das mal unser... Income. Komm, wir machen unser Income höher oder so, ne? Wieso die Range jetzt höher? Und dann direkt hier vorne die Feuerrate. Oh, da sammeln wir was ein. Du hast gerade das Geschenkpapier nicht eingesammelt. Was für ein Geschenkpapier? Da war gerade Geschenkpapier am Rumfliegen. Oh mein Gott, wie viel Geld kriegen wir? Das habe ich gar nicht gesehen, das Geschenkpapier. Verdammt. Oh mein Gott, okay. Wie war das? Wir müssen die Feuerrate erhöhen. Wir müssen die Feuerrate erhöhen. Gibt keinen Weg drumherum. Danach die Range eigentlich, ne? Danach die Range. Ah, nee, Feuerrate, komm. Okay. Ich glaube, Range wäre schlau gewesen. Range wäre so schlau gewesen. Das erste Mal über 2 Tage. Hä, die gehen instant weg. Hey, die gehen instant weg, was? Ne? Ja, aber das Problem ist, wir hätten Range nehmen müssen. Du hast recht. Ah, da wären wir jetzt nicht weit kommen, leider. Wir machen viel, viel mehr Damage. Aber wir machen echt krassen Damage, sehe ich gerade, ne? Hä? Also wir kommen an, guck mal, 250. Ja, aber guck mal, wir sind beim anderen. Aber 300. Nein. Ah, aber es ist also trotzdem gut. Ja, die Meta ist aber trotzdem einmal Fire Rate und dann nur noch auf Range. Und dann nur noch auf Range. Ne? Ich glaube, wenn wir extrem weit... Ne, wir machen hier kein Battle, Leute. Wenn wir extrem weite Range bekommen... So, hier sind wir... Nein, danke. Guck mal, jetzt machen wir den Start kaum mal höher. So, und da ist die Feuerrate. Das heißt, wir machen jetzt erstmal... Wir gehen jetzt direkt auf Feuerrate. So, und jetzt gehen wir direkt rechts. Und jetzt, das war, glaube ich, schlauer, ne? So, jetzt nehmen wir die Feuerrate erhöhen. Zack. Und da hinten ist Range und das bauen wir jetzt richtig auf. Ich glaube, das bauen wir jetzt richtig auf. Guck mal, jetzt hier mal. Das sind schon 900 Dollar. So, und da jetzt ist noch mal Range. Komplett Range. Und dann nochmal Range. Safe. Und dann nochmal Range, ne? Guck mal, jetzt hier, das komplett erhöhen. Bam. Alter, sind wir 300 Range gerade. Aber wir hatten eben extrem viel Range, weil wir gegen dieses Mauer die ganze Zeit geflogen sind, ne? Stimmt. Guck mal, jetzt hier schön, zack, 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 zack. Hier schön das ganze Geld einsammeln jetzt hier, Leute. Richtig viel Geld einsammeln. So, wir sind in der Mitte anscheinend am weitesten gerade. So, und jetzt, guck mal, jetzt kommen wir da schön perfekt durch. Guck mal, weiter, soweit es geht. Komm schon, bitte. Aber wir machen trotzdem mehr Schaden, wenn wir Fire Rate gehen, ne? Das ist echt, Ich weiß. Nein! Aber wir kommen halt nicht über diesen Punkt. Und wir können Feuerrate erhöhen. Wir könnten direkt, ja. Feuerrate auf jeden Fall. Jetzt kriegen wir, glaube ich, nochmal richtig viel Geld, ne? 1900 Dollar. Was? Okay, wir machen Start Count oder Income? Income, oder? Ich hätte jetzt auch gesagt Income. Ja, würde ich auch sagen. Guck mal, jetzt machen wir hier kurz mal ein bisschen Geld jetzt hier. Dann machen wir mehr Range. So, hier, das machen wir zu Geld. Hier anscheinend Haus. Hier, Feuerrate wichtig. Feuerrate. Und der dritte Schlüssel. Und jetzt, pass auf. Jetzt mache ich da vorne. Guck mal, jetzt kommen wir nicht durch, ne? Oh nein, wir kommen da nicht. Oh nein! Nein. Aber ich kann das hier. Das ist der richtige Cheatcode, den du machen möchtest. Ich mach gerade krass einen Cheatcode, ne? Aber ich komme nicht weiter gerade. Ich komme nicht. Kannst du es einsammeln und. Die Fire Rate links. Ja, okay, Fire. Nein. Hä? Oh mein Gott. Das hat aber nicht gezählt jetzt gerade, ne? Range höher machen. Wir hätten gleich mehr Feuerrate machen müssen, ne? Nein. Oh mein Gott, wir haben so eine krasse Range, glaube ich, gerade, ne? No, aber du hast recht. Wir brauchen die Portale, dass wir es ausnutzen können, ne? Ja, ja, das ist das Ding, wir müssen es ausnutzen. Alter, guck mal, wie weit wir jetzt hier gerade dingsen. Wie weit ist die Range? Alter. Was? Hätten wir jetzt nochmal mehr Feuerrate, wäre ganz gut gerade gewesen, ne? Komm schon, Pfeffer durch jetzt hier. Schön. Alter, oh mein Gott, Range ist krass. Range ist krass. Wir kommen zum ersten Mal durch, ne? Wir kommen zum ersten Mal durch. 380. Ja, aber 54, komm. Oh! Mal 15. Alter! Wir sehen nicht mal das Ziel. Wir sehen noch nicht mal das Ziel, da hast du recht. Das ist, oh, jetzt kommt eine Kiste. Okay, also Mökan, sag mir, welche Kiste soll ich aufmachen? Ich würde sagen, ich glaube, wir können 3 aufmachen, Mitte, safe. Ja, Mitte? Okay, Mitte. Mhm. Oh, 60 Dollar, ist nicht so krass. Das können wir bekommen, ne? Welches jetzt? Oben links.
Oben links. Oh, was? Und jetzt unten rechts. Okay, was? Wir haben gerade das Beste gerade bekommen, ne? Aber was ist das? Ich weiß auch nicht, was das gerade ist. Das ist da. Okay, warte, wie viel Geld kriegen wir jetzt? Wir kriegen, oh mein Gott, wir kriegen, wir kriegen richtig viel Geld, ne? 2000 Dollar. Hä, und jetzt haben wir gerade das eine Ding bekommen oder so, ne? Wir gucken mal irgendwo. Das hier. Was? Unser Geld sieht anders aus. Guck mal, unser Geld sieht jetzt richtig cool aus. Okay, Start-Count erhöhen. Können wir spinnen? Immer noch nicht. Kein Problem. Wir machen jetzt direkt Feuerrate rein, ne? Direkt rein in die Feuerrate. Oh mein Gott. Noch wir brauchen nochmal so ein krasses Feld, Alter. Geh schon mal nach ganz rechts. Aua. Oh no. Range. Okay, jetzt hier links. Links. So. Oh. Aua. Aber das war das 200er. Und jetzt müssen wir die Range. Direkt in die Range rein. Ja. Okay. Das war gute Range, glaube ich, gerade, ne? Jetzt haben wir, glaube ich, gerade gute Feuerrate und gute Range. So, jetzt haben wir extrem viel Geld. So, einmal wieder auf beide Seiten. Zack. Zack. So, zack. Okay, und jetzt müssen wir uns, glaube ich, auf links fokussieren. Und jetzt ist es auch. Jetzt kommen wir. Es ist aber nicht so optimal. Nicht so optimal gerade, leider. Nein, eben war es besser. Nein. Wir kommen nur bis 14 jetzt. Oh, Mann, Leute. Okay, machen wir Fire Rate höher oder Range? Ich würde sagen, wenn wir eine Sache hier höher machen können, können wir uns auf die andere Sache fokussieren. Dann machen wir Fire Rate hier höher und dann fokussieren wir uns mehr auf die Range. Weil ich glaube, Range war das Ding, ja, wenn du halt einfach extrem Reichweite hast, ne? Ja, 2000. Okay, hier müssen wir direkt die Feuerrate erhöhen. Zack, 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 so. Okay, so. Was geht denn jetzt ab? Feuerrate. Hier auch nochmal ganz kurz durch, die Dinger. Ich glaube, es war jetzt schlau oder nicht so schlau. Und dann machen wir direkt hier vorne die Feuerrate nochmal. Ja. Und dann gehen wir Range. So, jetzt machen wir hier Range. Oh, die Range ist nicht so optimal. Oh. Nicht so optimale Range, würde ich sagen. So, hier nochmal. Mal aber zwei hast du gemacht. Digga, wir haben 2000 Dollar, ne? Das ja, könnte. Wir haben krasse Feuerrate, aber keine krasse Range leider. Das Problem. Ah, wir kriegen gerade echt gut Geld hier, ne? Das stimmt. So, und jetzt? Komm schon, bretter dich durch. Ja, aber das ist. Wir brauchen einfach mehr Range. Komm, Feuerrate nochmal jetzt hier. Hä, hey, das macht doch gar keinen Sinn. Ich weiß, jetzt, wir fokussieren uns jetzt auf die Range, okay? Wir fokussieren uns auf die Range. Das heißt, noch Schlüssel. Schlüssel ist wichtig. Guck mal, wir könnten jetzt. Ne, wir brauchen Feuerrate einmal. Also auf jeden Fall, am Anfang brauchen wir Feuerrate. Am Anfang brauchen wir auf jeden Fall Feuerrate. Hier, jetzt habe ich das Ding eingesetzt. Und jetzt direkt auf Range. Zack, 200, ne? So, wichtig. Was machen wir jetzt? Jetzt Feuerrate, weil da hinten ist Range. Stimmt. Bleib auf der linken Seite, oder? Ja. Und jetzt machen wir komplett Range hoch. Bam! Okay, jetzt haben wir, glaube ich, so viel Range, wie es nur ging. Und jetzt können wir hier einmal durchballern hier. Schön. Oh mein Gott. Alles jetzt einmal mitnehmen. Hier, guck mal. Zack. Satisfying, dass alles hinten weggeht gerade. Das ist so satisfying gerade. Jetzt müssen wir uns auf einen fokussieren. Weil jetzt müssen wir die Range erhöhen. Guck mal, jetzt ist die Range hoch. Ich glaube, jetzt haben wir die Range nicht genutzt, ne? Oh, ich glaube, die Fire Rate ist, glaube ich, nicht gut. Jetzt haben wir die Range nicht genutzt gerade. Nein, wir haben die Range nicht optimal genutzt. Und wir haben nur noch 700 Dollar übrig gehabt. Aber ich glaube, es hat da eine Feierrate gerade gehabt. Ich glaube auch. Okay, pass auf, dann machen wir. Das haben wir noch erhöht. Jetzt kriegen wir nochmal, glaube ich, 1800 Dollar. Dem duellieren wir uns auf jeden Fall nicht. Bonus brauchen wir jetzt auch nicht. Leg jetzt gerade, ne? Okay, komm, wir erhöhen jetzt hier die Range. So, Range ist jetzt direkt Feuerrate. Zack. So, Feuerrate ist direkt erhöht. Hier durch. Zack, alles einmal mitnehmen. Ist das schlau, die rechte Seite? Ja. Oh, nicht schlau. Oh mein Gott, können wir jetzt hier multiplizieren? Multiplizieren! Yo! Wollen wir hier die Range mal hochmachen? Und jetzt Fire Rate nochmal, oder? Und jetzt nochmal die Fire Rate, oder nochmal Range. Ich glaube, unsere Fire Rate ist jetzt zu niedrig. Ich glaube, die ist echt zu niedrig, ne? Okay, jetzt habe ich Range gelevelt. Das heißt, wir müssen. Oh nein. Wir müssen voll auf Range gehen. Doch, das ist gut. Das war gut, ne? Ey, Range ist gut. Range ist das gute Ding, Leute. Guck mal, wie wir jetzt hier vorne hinten die Teile wegrasieren. Guck mal, da zack. Haben wir Stunden Zeit. Ja, wie viel Zeit? Wir haben extrem viel Zeit. Noch dadurch jetzt. Hier sind wir fast im roten Level. Nein, wir sind immer noch nicht bei unserem Besten. Das kann nicht sein, Leute. Wir müssen heute probieren, einfach jeden Buchstaben vom Alphabet zu bekommen, Freunde. Kommen wir direkt schon mal das A. Dann müssen wir jetzt hier zu B. Dann hier zu C, Freunde. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Bitte schön, sogar schon D. Dann E und dann zu F. Und das Ding ist, anscheinend gibt es bei Z irgendwie so ein kleines Geheimnis. Oh, guck mal, wir haben auch sogar das Richtige gewählt. Und jetzt können wir hier, guck mal, A, B, C, D, E, F und G und H, Leute. Wir sind einfach bei H angekommen. Sehr gut, Leute. Und anscheinend ist echt bei Z so ein Geheimnis. Und
und wir müssen dann anscheinend jedes Mal unseren Ball upgraden nachher, dass wir unseren Startball bei C haben. Das ist mal ganz kurz hier B nehmen, C, D, E. Oh, guck mal, Alter, wie schnell wir rollen, Leute, das ist ja mega cool. Und jetzt guck mal hier, oh, den haben wir sogar schon und jetzt müssen wir den, oh, den haben wir auch schon. Okay, dann aus dem Weg jetzt hier. Ich muss jetzt hier einmal ganz kurz F, G. Oh, Leute, das ist ja mega cool. Auch jetzt schon wieder H. So, jetzt sind wir sogar hier bei I und jetzt kann ich hier alle Bälle einsammeln. Wow, wie groß wir sind. Guck dir das mal an. Wir sind einfach so ein richtig großer Ball geworden. Jetzt, wow, wow, wie schnell, Alter. Wir fliegen einfach bis zu und kriegen jetzt einfach gerade 400 Münzen, Freunde. Ey, wie cool ist denn das gerade? Okay, ich glaube, jetzt mit den Münzen sollten wir, genau, unseren Ball upgraden können. Jetzt sind wir sogar schon ein B-Ball. Mit einem B-Ball rollen wir halt allgemein direkt wieder viel schneller und können jetzt hier, oh nein, aua, 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 aua. Oh nein, jetzt bin ich hier schon wieder bei C bzw. bei D gelandet. Okay, so, wir rollen anscheinend immer noch ganz gut voran. Jetzt müssen wir schnell nach rechts, Freunde. So, bloß nichts hier einsammeln. Jetzt sind wir schon K, J, oh mein Gott, M, N, nein, das, oh Gott, Leute, wir sind ja so schon bei N angekommen. Guck mal, wie weit wir jetzt hier fliegen. Yo, Alter, okay. Ey, wie krass, ich bin echt gespannt, wie es aussieht, wenn wir bei Z landen. Bleibt auf jeden Fall dran, Freunde. Es wird auf jeden Fall echt krass, das nachher zu sehen, dass wir das Z-Geheimnis lösen. So, jetzt komm schon hier, jetzt einmal ganz kurz einsammeln. So, hier alles Mögliche. Nein, ich habe jetzt leider kein H mitgenommen. Okay, jetzt komm schon. Nein, jetzt habe ich sie alle verpasst. Ich hätte G einsammeln müssen. Oh Gott, Freunde, ich wäre schon so weit gerade gekommen mit meinem Dingens. Okay, jetzt komm schon hier I. So, J, K. Ja, oh Gott. Leute, nein, ich kann sie alle nicht einsammeln. Oh, nein, wir sind ins Wasser gefallen. Okay, das Ding ist, wir müssen uns merken, wir dürfen auf jeden Fall nicht ins Wasser fallen, Freunde. Wir müssen halt einfach dann Schmerz in die Hand nehmen und dann hier schön diese Spikes mitnehmen. So, jetzt hier kann ich auch schon wieder alle nicht mitnehmen. Schade, so. A, B, C, D, E, F. Okay, F hier, komm schon, jawohl. Jetzt müsst ihr da vorne, habe ich nochmal so F, G. Komm schon bitte. Einmal ganz schnell nach rechts, Freunde, so rechts rüber. Und jetzt, nein, ich kann sie alle nicht einsammeln. Ich kann sie alle nicht einsammeln. Was denn das jetzt hier? Ich bin so ein kleines Äffchen. Oh nein, Freunde. Jetzt habe ich sie, konnte ich sie alle nicht einsammeln. So viele Kugeln, die wir hätten mitnehmen können. Oh, guck mal, wie schade wir jetzt hier gerade rumeiern. Einfach nur ein E, Leute. Guck mal, wie langsam wir jetzt hier nach oben gehen. Ey, jetzt haben wir nur gerade ein E bekommen. Das geht auf jeden Fall echt besser. Ich bin da echt gespannt, Leute. Wenn wir jetzt hier so ein bisschen mehr Münzen haben, sollten wir eigentlich... Oh, guck mal, wir können unseren Ball direkt upgraden. Und wir können im Shop allgemein sogar noch mehr Bälle und so nachher bekommen. Auf jeden Fall echt sehr, sehr cool. So, jetzt hier einmal ganz kurz das C nehmen. Schön jetzt hier zur Seite gehen. Komm schon. Und den können wir jetzt wieder nicht nehmen. Oh, jetzt bin ich wieder kleiner geworden. Okay, egal. Wir können jetzt erstmal hier alle schön mitnehmen. Lass mal das H mitnehmen. I, dann das J. So, K, L, M, N. Oh nein, bitte nicht. Och, komm schon. Oh, ich bin zum Glück rübergehüpft. Ich habe nur einmal Schaden bekommen, Freunde. Und jetzt hier fliegen wir bis zum N und jawohl. Ich möchte unbedingt dieses Z-Geheimnis lösen, Leute. Bei diesem Z-Geheimnis wird es anscheinend was richtig Cooles geben. Da haben wir auch das Spiel dann durchgespielt. So, komm schon, jetzt hier C mitnehmen. D, E, F. So, da vorne G, H, I. Auf jeden Fall mitnehmen. Dann können wir direkt zum J danach schon wieder gehen. Oh nein, ich werde jetzt leider zwei verlieren. Oh, ich springe rüber. Oh Gott, Leute, wie hoch wir gerade geflogen sind. Okay, jetzt muss ich das I leider mitnehmen. Und, ach nein, oh komm schon. Bitte, ey. Oh, was? Ich bin mit J gekommen, obwohl ich eigentlich ein I hatte, oder nicht? Hä? Jetzt bin ich einfach gerade weitergekommen, als ich eigentlich war. Vielleicht müssen wir den Knopf drücken, Freunde, wenn wir da so rüberspringen. Vielleicht können wir deshalb nochmal länger, oh Gott, oh Gott. Nochmal länger fliegen. So, jetzt G, H, nochmal I, J, okay. Nein, da war noch ein K. Oh Gott, nein. Jetzt bin ich bei... Oh, jetzt bin ich hier gelandet. Och nein, jetzt kann ich sie alle nicht mit einsammeln, Freunde. Okay, pass auf. Ich bin jetzt mal gespannt. Wenn ich jetzt hier irgendwas drücke, fliege ich dann vielleicht weiter? Oh, ich fliege genau in H rein, leider. Och Mann, das wäre gerade so cool gewesen, wenn wir jetzt so viel weiter geflogen, Freunde. Egal, wir haben schon mal 1000 Münzen. Jetzt können wir hier schon mal von C auf D gehen. Und jetzt fangen wir direkt mit einem D-Ball an. Und so ein D-Ball, Freunde, der wird natürlich uns viel, viel schneller zu einem Z bringen. Komm schon, bitte. So, ich möchte unbedingt das Z bekommen. Und jetzt kommt schon, oh, und jetzt einmal hier zur Seite. Oh, jetzt sind wir schon bei O. Leute, wir sind schon bei O angekommen. Jetzt können wir schon P und Q nehmen. Und so weit waren wir noch nie. Wir sind bei R. Freunde, wir uns fehlen nicht mal viel. Oh, guck mal, wie weit wir fliegen. Oh, bitte. Nein, ich dachte, wir wären gerade noch weiter geflogen, aber so knapp gerade davor. Ich habe auf jeden Fall schon mal das Z gesehen und jetzt können wir schon mal weitergehen und direkt hier als nächstes wieder losrollen. Und ich glaube, danach können wir direkt schon wieder ein Upgrade holen. Komm schon, jetzt E, F, G, H wieder mitnehmen, ganz, ganz wichtig. Dann I, J, K, L, M, N, oh mein Gott, alle mitgenommen, Freunde. Oh, wir kommen jetzt mega weit. O, P, Q, wir sind schon bei Q, komm schon, wir sind schon bei Q, Leute.
Er? Nein, wir sind schon bei S angekommen, aber da haben wir uns einfach die Bälle gefehlt. Guck, wie weit wir gerade fliegen, Alter. Wow! Und direkt in S reingekommen. Das ist ja mega cool. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, genug Geld. Ja, wir sollten jetzt genug Geld haben, um uns wieder das Neue zu kaufen. Und zwar jetzt einmal von D auf E, Leute. Das heißt, wir fangen direkt mit E an. Und unsere Chancen erhöhen sich jedes Mal, dass wir näher an diesen Z-Ball kommen. So, L-I-M-N. Nein, ey, ich bin einfach rübergesprungen über die Bälle. Wie ging das denn jetzt gerade? Okay, pass auf, komm schon. N wieder mitgenommen. So, pass auf. O, komm schon. Alle, alle bitte mitnehmen. Irgendwie, bitte. Nein, nein, wir sind schon bei U angekommen. Okay, T. Also so weit waren wir halt auch noch nicht, ne? So ein T. Oh, 500 Coins gerade wieder bekommen, Leute. Ganz, ganz wichtig jetzt gerade hier gewesen. So, jetzt sollten wir, glaube ich, jetzt hier mit E anfangen. Genau, und dann können wir jetzt E, F, G direkt mitnehmen. Oh, ich bin so gespannt, Freunde, was wir am Ende gleich haben werden. Wir sind auf jeden Fall schon so nah dran. Jetzt komm schon. Flieg hier rüber. Nein, ich habe jetzt zwei gerade mal verloren, leider. So, wir machen jetzt mit H weiter. Das heißt, wir nehmen das H auf jeden Fall direkt mit. So, H. Oh, oh Gott, jetzt sind wir hier schon mal bei I. So, komm schon. Jetzt kommen jetzt ganz viele Bälle. So, ganz viele Bälle für mich. Ganz viele Bälle, Leute. R. Wir sind schon bei R angekommen. Wo ist jetzt hier? Leute, nein. Nein, oh Gott, wir sind schon mal bei T jetzt sogar. Leute, wir sind so... Seht ihr das? Uns fehlen nur noch so ein paar Felder, dass wir zu dem Z-Coin kommen. Bitte, ich möchte einfach nur diesen Z-Ball haben. So, komm schon, bitte lauf jetzt hier los. Wir müssen jetzt noch eine Runde machen, damit wir schon wieder ein neues Upgrade haben. So, bitte. Ha, jawohl. Wir laufen jetzt hier wieder mit unserem Ball ordentlich lang. Können jetzt hier direkt schon wieder das I mitnehmen. I, J, K wieder ordentlich. Jetzt kann ich jetzt hier vielleicht perfekt nach links. Oh, Leute, habt ihr es gerade gesehen? Alter Schwede, wie wir jetzt gerade ausgewichen sind. So, passt auf. Jetzt können wir hier schön das L mitnehmen. L, M, nach links, oh, nach rechts, Alter, wie gut wir gerade sind. So, pass auf, N, O, P. Nein, wir sind wieder rüber geflogen, Leute, über das P. Ey, das kann doch nicht angehen. Wir sind so kurz davor, diesen Z-Ball zu bekommen, Leute. Und dann haben wir so ein schönes Geheimnis, was dann gelöst wird. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, damit ihr auf jeden Fall nichts mehr verpasst, Leute. Und dann kommen auf jeden Fall noch mehr von solchen Sachen. So, wir brauchen 2400 Coins, um quasi ein neues Level dann freizuschalten. Oh, Leute, das wird auf jeden Fall echt wieder heftig für den Ball. So, komm, jetzt alles hier mitnehmen. Wir sind jetzt sogar schon direkt bei K. Dann L. Leute, M wieder mitnehmen. So, pass auf, M. So, er dachte, wir werden das verlieren, aber wir verlieren nichts. Jetzt können wir hier direkt N mitnehmen. N, O, P. Komm schon, Q. Nein, S, da ist S, Leute, T. Bitte, T, U. Nein, wir sind rüber geflogen. Wir hätten jetzt gerade schon V oder so gehabt, Leute. Guck mal, da fehlen nur noch einfach 6 andere Felder, bis wir zu dem Finalen kommen. Und ich habe das Gefühl, es wird auf jeden Fall gleich passieren, Freunde. In den nächsten Runden ist es gleich soweit. Uns fehlen leider noch 40 Coins. Dann hätten wir jetzt gerade schon das nächste Level holen können. So, jetzt hier auf jeden Fall K wieder mitgenommen. So, aus dem Weg jetzt hier. Spikes, ihr kriegt mich nicht, Leute. Die werden mich niemals bekommen. So, komm schon, jetzt hier lauf bitte. Ball, mach so schnell, wie du kannst. Jetzt hier einmal ganz kurz, genau, I mitnehmen, Freunde. I, J wieder mitgenommen. Bloß nicht in das Loch reinfallen. Und nein, ich sehe schon, da sind leider viel zu wenig Bälle. Aber es sind auf jeden Fall jetzt gerade genug Bälle, um auf jeden Fall hier schon wieder bei P zu landen. Um dann jetzt hier wieder genug Geld zu haben und mit einem weiteren Buchstaben zu starten. So, P sind wir jetzt hier. Wieder 400 Münzen bekommen. Und jetzt können wir nämlich hier schön entspannt, Leute. Guck mal, jetzt wenn wir auf weitermachen, können wir jetzt hier schön auf F starten. Und F ist auf jeden Fall schon mal echt sehr, sehr weit im Alphabet. So, komm schon, jetzt hier roll dich weg, Leute. G, H, I, J, K nochmal mitgenommen. Oh nein, Gott, okay, K, L. Dann können wir nochmal hier ganz kurz das M mitnehmen. M, N, N, O, P. Guck mal, wir sind schon bei Q. Leute, R, S, T. Nein, wo ist das T? Wo ist das T? Da ist das T. Oh mein Gott, W, X, ja, haben wir das Z? Leute, wir sind schon mal beim Z jetzt gerade. Guck mal, wie weit wir fliegen, Alter. Und bam, ins Z einfach reingeflogen, Freunde. Das ist ja gerade mega krass, dass wir gerade das Z schon mal bekommen haben, Freunde. Das heißt, wir müssen das Z gleich nochmal bekommen, um dann dieses Geheimnis freizuschalten. So, oh, wir sind gerade so gut vorangekommen, ne? So, jetzt hier unbedingt J mitnehmen. Jetzt müssen wir mal bei K. Nein. Nein, kann nicht angehen, dass mir jetzt hier was fehlt. Nein, Freunde, die ganzen Bälle, nein, die sind alle unnütz. Die ganzen Bälle sind jetzt hier unnütz. Ich kann jetzt hier gerade gar nichts machen, gar nichts mehr vorankommen. Guck mal, das wäre jetzt unser Lauf schon wieder gewesen. Guck mal, hier ist S, Q und sowas. T ist da vorne auch schon. Alle wären gut platziert auch gewesen. Guck mal, V. Und das wäre unser Ball dann gewesen. Aber guck mal, wir können sogar den V-Ball sogar, glaube ich, da reinrollen lassen. Okay, jetzt machen wir gerade leider nur bei K. Also K ist halt echt relativ wenig. Aber kein Problem, Freunde. Wir haben jetzt auf jeden Fall das auch schon mal geschafft. Wir sollten jetzt gleich diesen Z-Coin gelöst bekommen haben. Damit wir richtig, richtig das Geheimnis dann am Ende sehen. So, komm schon. Jetzt F, G und H. So, F, G, H. Und dann, pass auf, I, J, K. So, L, M auf jeden Fall wieder mitgenommen. Ganz wichtig, Freunde. Und jetzt kommt schon immer hier das N auf jeden Fall mit. Das ist auch wieder ganz wichtig. Hier P auch schon wieder, Leute. Wir sind jetzt sogar schon einfach bei dem Q. So,
QR, oh mein Gott, bitte, nein, bitte jetzt hier am Ende. So, wir sind schon bei T, T, O, nein, wir haben das V, wir sind eins davor, um das Z zu bekommen. Obwohl, nee, wir haben noch ein bisschen was gefehlt. Ich glaube, ich muss noch mal in die Schule gehen, Freunde, um das Alphabet zu machen. Da waren wohl noch ein paar andere im Weg, die habe ich gar nicht mehr bemerkt. So, pass auf, ich werde jetzt hier mit dem gleich, sag's euch, Leute, das Geheimnis wird gleich gelüftet. Ihr werdet sehen, wenn wir den Z-Coin nochmal bekommen, das Geheimnis wird dann, boah, komm schon, dass ich nochmal mitnehme. Jetzt hier, pass auf, J und sowas. Oh, oh Gott, nein, nein, bitte nicht. L, oh bitte, jetzt L, genau, wichtig jetzt wieder. Oh nein, oh Gott, oh, jetzt kann ich die ganzen Bälle hier nicht nehmen, die ich gerade berühre, Freunde. Ich kann sie gerade alle nicht nehmen. Hier sind so viele Bälle. Guck mal, jetzt hier auch X und sowas. Z, so viele Z-Bälle. Ich kann sie alle nicht nehmen, weil ich gerade einfach, oh nein, ich habe einen Ball leider verpasst, Leute. Das kann nicht angehen, so, aber egal. Komm, pass auf, ich habe ein gutes Gefühl, dass wir auf jeden Fall noch vor Level 20 das Z-Geheimnis lösen. So, pass auf, wir starten wieder mit F und können jetzt hier direkt zum G dann rüber. So, G. Jetzt muss ich unbedingt hier, pass auf, H, I, J, K, L, M. So, alle mitgenommen. Jetzt sind wir schon mal bei N. Das heißt, N können wir jetzt auch entspannt mitnehmen. Und ich sehe schon, Leute. Seht ihr das? Wie gut die gerade alle in einer Reihenfolge sind. P, Q, R, S, Leute. Oh mein Gott, wir haben jetzt, glaube ich, einen ganz, ganz guten Lauf gerade. So, pass auf. T, T, V, W. Haben wir, ja, Leute, wir sind bei dem Z gelandet. Ey, ich dachte gerade, es wäre ein N, aber es macht gar keinen Sinn. Jetzt, pass auf, bam. Und boom, kommt einfach ein Like-Button da, Leute. Schaut euch mal bitte schön, was wir hier alles hier holen können. Das ist ja unnormal. Und Mirka, guck mal, wir haben hier so eine ganz, ganz kleine Babywaffe. Oh. Mit nur zwei und Stärke gerade noch. Ich weiß. Und jetzt können wir hier die neuen Waffen abschließen. Oh mein Gott, das ist ja richtig cool. Wir haben sogar Doppelwaffen gerade, ne? Oh. Und, oh nein, 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 komm schon. Ja, Alter, das ist ja richtig krass. Und jetzt müssen wir gegen die Rainbow Friends kämpfen. Oh, was? Krass. Okay, wir können jetzt uns auch neue Waffen hier holen. Siehst du, die haben jetzt gerade alle freigeschaltet, ne? Die M4A1 in so eine Anaconda und Beretta. Beretta. Können wir die beiden miteinander so verbinden und gegen diese Rainbow Friends kämpfen. Oh Gott. Oh Gott, das ist jetzt... Vielleicht hätten wir die beiden nach hinten packen sollen. Die sind nicht so stark. Ich hoffe, die kommen nicht rüber. Und ich hoffe, ich glaube, wir hätten die nach hinten packen sollen, obwohl... Doch, schaffen wir. Wo, der ist groß. Okay, 750 Dollar bekommen. Okay, und jetzt können wir, glaube ich, damit die Feuerrate erhöhen und den Schaden. Und dann würde ich sagen, zack, zack. Nochmal beides. Okay, das ist ja sehr gut, ne? Das heißt, hier können wir easy nochmal schießen. Alter. Wir machen schon 6 Schaden, das ist krass. Und wir können jetzt hier Spreadshot sogar machen, ne? Das ist sogar anscheinend. Oh mein Gott! Was? Als ob! Was? Bro, es ist wichtig, wo du die Waffen einsammelst. Es ist wichtig, mit welcher Seite du die Waffe einsammelst. Sag mal rechts auf, dann ist die Waffe rechts. Ehrlich? Das ist in der Mitte. Jetzt wieder in die Mitte, wieder in die Mitte. Oh mein Gott, du hast recht, du hast recht. Okay, warte, so. Gott, und jetzt? Ja. Ah, oh, aber nein, oh, gut, ist, im Grunde ist eigentlich egal, weil jetzt können wir die ja verbinden, ne? Oder? Ja, oh, Uzi. Okay, das heißt, es ist eigentlich egal, wie man es macht, weil jetzt konnte man die ja auch hier verbinden. Ich würde sagen, ich packe jetzt hier schön nach hinten, den nach vorne. Und let's go! Oh mein Gott! Alter, wie stark. Okay, das war richtig krass jetzt gerade, ne? Okay, das heißt hier nochmal Feuerrate erhöhen und den Schaden. Den können wir jetzt hier, zack. Okay, ist ja gut zu wissen. Das heißt, wenn wir aufpassen, wo wir die quasi einsammeln, dann sollten wir eigentlich ja Glück haben. Oh, komm schon, Geld. Ja, zack. Was hast du gemacht? Gar nichts. Das war nur ein kleiner Schluck auf, Mirka. Nichts Wildes, ne? Das war nur ein kleiner Schluck auf. So, das heißt hier und zack. So, jetzt aber. Oh Gott. Na, ich hätte, glaube ich, beide holen können, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, ich hätte beide holen können. Verdammt. Alter, wie viele Fire Raids, yo. Oh mein Gott. So. Ah! Das darf nicht wahr sein. Oh, Uzi jetzt aber. Uzi. Und jetzt haben wir zweimal Uzi. So, ich glaube, das sollte jetzt eigentlich... Oh mein Gott. Wir können Waffen kaufen. Wie cool ist das denn? Das ist aber nicht so schlau. Glaubst du? Stimmt. Weil wir, das war unser Upgrade-Geld. Stimmt, unser Upgrade-Geld. Oh nein. Du hast recht. Okay, du hast echt recht. Das war nicht so schlau. Ich glaube, nur wenn man es braucht. So, Feuerrate und noch mehr Feuerrate. Okay, mal gucken. Hier. Alter, die Feuerrate war wichtig. Können wir das hier direkt holen? Alter, das macht richtig viel Schaden direkt, ne? Weil hier jetzt easy. Oh! Als ob! Hä? Dein Schluckauf ist heute echt schlimm. Warum bin ich denn da jetzt runtergefahren? Aber egal, das ist nicht so wild, weil wir haben jetzt hier, glaube ich... Können wir das da schießen, ey, ne? Wir haben jetzt hier, glaube ich, richtig krasse Waffen. So, das hier easy. Komm schon! Ja! Oh, die habe ich leider nicht bekommen. Aber das Geschenk. Ein Geschenk. Das Geschenk haben wir jetzt hier. Multishot. Was ist das, Alter, denn? Mit... Oh mein Gott, was? Als ob! Was? Alter,
Was geht hier ab mit den Waffen? Ist ja easy peasy. So, alle eingesammelt, glaube ich, ne? Und jetzt haben wir, glaube ich, hier... Habe ich eingesammelt? Ja, du hast keinen verbunden gehabt. Aber du kannst ja hier verbinden. Verdammt. Egal, jetzt kann ich hier verbinden. So, 8, 16... Oh mein Gott, Gatling Gun. Okay, jetzt haben wir 2 Gatling Guns. So, mal gucken, ob das jetzt was bringen wird. Ich traue mir hier keine extra Waffe. Oh, was? Guck mal, wie die abgehen. Oh mein Gott, das ist ein richtig krasser Boss. Ein Freddy oder so. Oh, der hab ich gesehen. Alter, das ist, wir haben gerade... Und wir noch ein Geschenk, ne? Wir haben noch ein Geschenk bekommen. Mal gucken. Was ist es? Ich weiß gar nicht, was es war. Ich glaube, Geld oder so, ne? Weil wir jetzt 5000 Dollar. Ja, stimmt, wir haben 5000. So, Feuerrate, Schaden. Noch mehr Feuerrate, Schaden, Feuerrate. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey. Okay, das kriegen wir schon mal nicht. Der war zu stark. Oh, man kann runterfallen. Das ist so echt blöd. Man kann runterfallen hier. Okay, das heißt, warte mal. Wenn wir das jetzt schlau machen, kriegen wir vielleicht sogar beide. Hä? Ne, man kriegt nicht beide. Schade eigentlich. Darf man sich mal nur einen aussuchen? Ne, da ging's. Da ging's jetzt gerade, ne? Okay, Feuerrate. Zack. Und hier ging's auch. Oh mein Gott, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Nein, die hätten da links machen sollen. Aber egal. Oh, ist er durchpfeffert. Ja. Ja, hier ging's jetzt auch. Oh mein Gott, wir sind so krass. Was ist ein Level? Okay. Komm, wir haben 3 Gatling Guns. Wir haben 3 Stück. Ich hoffe, die... Ich... Hä? Okay, das war leichter als gedacht. Aber auch kaum Geld bekommen, ne? Kaum Geld bekommen, das stimmt. Aber hier ist auf jeden Fall, was ist das? Ein Geschenk? Nee, ich glaube, da ging nein, nicht kein Geschenk. Okay. So, hier. Ein paar Waffen holen jetzt hier. Zack, warte, ich nehme jetzt hier den linken. So. Nee, den kriegen wir nicht. Schade, aber den kriegen wir. So, dann kriegen wir auch den jetzt hier. Spreadshot. Alter, was geht hier ab? Guck mal. Easy. Alter, wie das aussieht. Nein, ich hätte die verwenden sollen. Okay, noch ein Charakter. So, jetzt sind die beiden. Oh mein Gott. Als ob. Ah! Oh nein. Bin so blöd. Okay, kein Problem. Das kriegen wir nochmal hin. Nächstes Mal machen wir es besser. Wir nehmen jetzt hier diese Waffen ein bisschen besser verbinden. Das heißt, der kommt jetzt hier rechts hin. Ja, damit wir jetzt hier den schön einsammeln, den rechten. So, okay, hier, den haben wir da nicht bekommen. So, den kriegen wir jetzt aber hier auf die linke Seite. Easy, siehst du, jetzt machen wir schlauer. Guck mal, jetzt machen wir es viel schlauer. Jetzt kommen wir mit einer Uzi ans Ende. Guck, hier, ja eben, mit einer richtig krassen Uzi. So, Characters, guck mal hier, wie es doch abgeht. So, beide. Wir kriegen beide. Beide? Nein, ich hab die Waffe nicht mehr eingesammelt. Das ist ein bisschen blöd von mir. Aber egal, wir können jetzt hier. Zack, zack. Ich glaube, jetzt sollten die... Was für Riesen da hinten sind. Oh mein Gott, da sind echt richtig krasse Riesen, ne? Aber guck mal, wie schnell wir die kaputt machen. Alter, wir sind so krass stark, ne, unsere Waffen. Wir sind so krass stark. Guck mal, wie viele Waffen haben wir eigentlich schon jetzt hier? Wir haben jetzt hier schon... Oh, es fehlen gar nicht mehr so viele. Das ist echt gut. Das heißt, wir haben jetzt hier nochmal ein bisschen mehr Schaden. Die Blöcke mal kaputt machen. Dafür kriegen wir nämlich Geld. Hier noch mehr Waffen. Die sind auf jeden Fall wichtiger als Geld. Oh, das Geld habe ich nicht bekommen. Oh Mann, ey. Das darf nicht wahr sein. So, hier Multiplier. Ja. Und zack. Oh, ey. Ich habe gerade eine Waffe verloren. Was? Die ist runtergefallen. Ihr hast gesehen? Alter. Das war Uzi. Unfair. Alter. Was geht jetzt ab? Oh mein Gott. Hä? Okay, das ist crazy, das ist crazy. Jetzt kann ich nämlich alle einsammeln, ne? Ja, okay. Alter, was geht ab? Oh mein Gott. Okay, jetzt können wir hier ein bisschen verbinden. Wir machen jetzt mal ein paar neue Waffen, und zwar... Zack, Bazookas. Ha, 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 ha. So, und dann können wir nämlich hier, zack, zack, Gatling an die Mitte und hier nochmal so. Und jetzt sind die, glaube ich, krass, oder? Okay, die sind crazy. Das ist doch... Das ist doch ein Glitch. Was? Alter, wir sind so krass am Start gerade, ne? Wir sind so krass am Start. Okay, hier, das sollen wir easy hinbekommen. Das kriegen wir auch easy hin. Das auch. Dann nehmen wir lieber das große Geld, das ist das kleine. Aber wir haben beides genommen. Oh, 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 oh. Jetzt kommen sogar Hindernisse, die man wegschießen muss. Oh, oh, oh. Oh. Ja, ist es auch gerade. Du hast alles bekommen. Ich glaube, ich habe alles bekommen, ne? So. Oh, nein. Oh, das ist gerade fast. Gerade gerettet. Oh Gott. Okay, hier. Alter, guck mal, wie gut wir das hier gerade machen, ne? Alter, wir bekommen eine Gatling Gun. Das wäre krass, ja. Oh, zack. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Wir haben eine Gatling Gun. Bro, guck mal. Alter, zack. Okay, einen haben wir leider übersehen, aber ist nicht so schlimm. Weil jetzt können wir, Alter, was? Jetzt haben wir hier, oh mein Gott, was ist das? Eine neue Gun, F22. Boah. Oder F12. So, jetzt, ich glaube, ich hoffe, das ist jetzt gut, ne? Werden wir jetzt ja sehen, ob es jetzt schlau war. Okay, so. Und 3000 Dollar nochmal bekommen. Als wären wir gerade schlecht oder so. Okay, hier, kommt schon. Feuerrate erhöhen. Schaden. Und nochmal Feuerrate. Okay, sehr gut. Hier, easy. Easy peasy. Jetzt schon fast wie ein Maschinenpistol am Anfang, ne? Ich weiß, ich weiß.
Das ist total verrückt. Das ist crazy. Das ist richtig crazy, Alter, wie viele Dings wir jetzt hier haben. Guck mal, jetzt hier 4. Jetzt kommen die beiden jetzt hier schon ran. Nein. Egal, nicht so wild. Wir haben einen übersehen. Noch ein Sturmgewehr. So, noch ein Sturmgewehr hier. Easy peasy. So, es kommt... Oh, in die Mitte geht auch. Yeah, guck mal. Ganz leicht. Jetzt kommen jetzt 2 Stück. Zack. Wow! Uzi! Ganz links! Oh, zack! Okay. Alter, was geht hier ab, ne? Was geht hier ab? Muss ich jetzt 2er verbinden? 2er verbinden, 4er, 8er. Okay, leider nichts dazu upgraden. Aber halb so wild. Ich glaube, wir sollten damit alle... Alter, wie schnell wir die fertig machen, ne? Ich sehe den nicht mal. Das ist echt krank. Der wird so schnell weggemacht, ich sehe den nicht mal. Wie viele Waffen haben wir jetzt schon? Wir haben jetzt hier... Es fehlen nur noch 5 Waffen. Okay, das ist ja krass. Das heißt hier, zack. Ah, okay, leider. Ich will nur Kohlen, so. Nein. Oh, ich habe einen übersehen. Nein, ey. Verdammt. Aber egal. Aber eine Waffe ist immer richtig, richtig krass. Also. Ich weiß, wenn man einen übersieht. Schon, ne? Mal zack. Ein bisschen Geld ist ja auch noch. Jawohl. Geld und das hier mitnehmen. Oh, die Gatling Gun. Was? Was? Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott, guck mal, die sind schon kaputt, bevor wir noch einen Charakter. Yo, okay. So, Alter, was geht hier ab? Was geht hier ab? Guck mal hier. Uzi. Das ist krass, unsere Kombination gerade. Gatling Gun. Okay, das ist jetzt heftig. Jetzt können wir. Alter, jetzt können wir die Uzi verbinden, die verbinden, die verbinden, die verbinden, die verbinden, die verbinden und die verbinden. Wir haben eine neue Kanone. Was? Ich sag dir, wir werden richtig runterschmelzen. Alter, das ist ja so krass, ne? Das ist ja so heftig. Okay, hier, ein bisschen Schaden noch mehr machen. So. Ja! Yeah! Okay, den kriegen wir leider nicht. Nice. Schade. Obwohl, den würden wir bekommen, wenn wir direkt reingehen. So. Ja. Easy. Stimmt. Easy. Den leider nicht, oder? Oh, den auch noch, den auch noch. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wichtig. So, jetzt hier. Verbunden. Multiplier. Mal 2. Oh, alle. Ah. Alter, das ist so krass. So, nein, wir sind alle nicht verbunden, leider. Was hast du da für eine Kombination gemacht? Was habe ich da jetzt gemacht? Aber egal, guck mal. Wir können jetzt hier richtig viele Sachen einsammeln auf einmal. Ist eigentlich auch nicht verkehrt. Oh mein Gott. Okay. Yo. Spreadshot. Alter, was geht hier ab? So, okay. Yo, was passiert hier bitte schon gerade? Okay, jetzt können wir, glaube ich, alle wieder verbinden, ne? Zack, 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 zack. Okay. Okay, nicht schlecht. Jetzt hier, das sind Kanone. Mal gucken, wie die Kanone jetzt hier sich macht. Und... Ey, die haben keine Chance. Die haben wirklich gar keine Chance. Guck dir das mal an. Und wir sollen, glaube ich, noch ein Geschenk bekommen, glaube ich, gleich, ne? Also hier, guck mal. Wir machen jetzt Feuerrate. Schnappen uns hier ganz kurz das Geschenk. Auf ganz entspannt. Hier ein bisschen Geld. So. Können wir auch noch hier den bekommen? Nee, den kriegen wir leider nicht. Schade. Hä? Du bist da durch und... Ich habe gerade einfach das Ding nicht bekommen. Ich habe einfach gerade die Waffe nicht bekommen. So, jetzt aber. Ja, und vor allem danach waren nur so schwere. Jawohl, wir haben einen, oh, warte. Oh, 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 ja, ja. Oh nein, jetzt habe ich die wieder so komisch gemacht. Nein, ich hätte die links nehmen sollen. Links ist schlauer gewesen. Ah ja, okay, okay, easy. Alles regelt sich hier von selber. Regelt sich von ganz alleine. Oh Gott, den kriegen wir nicht. Aber, das haben wir schon... Alter, was geht hier ab? Feuerrate plus 5. Was? Oh nein. Ja! Yeah! Okay. Yo. Die haben wir mitgenommen. Das heißt wieder 2 neue. Jetzt können wir die verbinden. 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 Oh mein Gott. Oh okay. Mein Gott. Das wird jetzt... Das wird. Und jetzt guck mal. Der ist jetzt wegrasiert. Und der da hinten, der richtig fette Huggy Wuggy oder so ist das, ne? Alter, die sind direkt kaputt. Die sind direkt kaputt. Und wir haben noch ein Geschenk. Nochmal mehr Geld. Als hätten wir nicht genug. Als hätten wir nicht genug Geld, Mürkan. So, haben wir auch Schaden. Nicht. Und wir haben, es fehlen nur 4 Waffen, ne? Das ist so krass. Alter, wie schnell wir die kaputt machen. Das ist so unnormal. Guck mal hier, zack. Zack. Guck mal hier, easy. Noch mehr Feuerrate, noch ein Geschenk. Ja. Okay, auch noch mitgenommen. Ey, guck mal hier. Ey, das ist eine größere Waffe, die ist größer. Sehe ich gerade. Hä, stimmt, was bringt die? Ah, kriegen wir auch nicht. Das darf nicht wahr sein. Hä? Du hast keine Waffe verloren. Ja, hab ich. Ach, verdammt. Okay, hier, Charaktere. Die aber. Ne, kriegen wir auch nicht. Verdammt, Alter. Ah, egal, wir haben auf jeden Fall ein
paar Waffen mitgenommen, ne? Ein paar mitgenommen hier. Zack, 8er, 16er. So. Und die Zweier. Die Zweier ganz vorne, ganz alleine. Aber die waren jetzt, guck mal, das war ja jetzt easy peasy. Aber Damage ist noch da. Die waren jetzt ganz leicht, ne? So, hier Feuerrate erhöhen. Als hätten wir noch nicht genug Feuerrate. So, warte, zack. Alter, das ist so verrückt, ne? Okay, können wir so für eine entscheiden. Das heißt, wir nehmen jetzt die hier. Und Multishot. Ey, was geht hier ab? Richtig. So krass. So, okay, mitgenommen. Yo! Wie wir durchbrettern. Nein, egal. Egal, halb so wild. Halb so wild, die verbinden sich jetzt nämlich jetzt alle. Verbinden. Ja! Ja! Und, Alter, was geht hier ab? Eine große Waffe schon wieder. Okay, Alter, wir haben eine Gatling Gun, ne? Und eine ist unsichtbar. Nee, doch nicht. Hier, so. 64, 4. Ja, das wird ja easy sein, ne? Easy, easy. Durchgekommen. Ich glaube, wir sollten auch gleich hier die Möglichkeit haben, eine neue Waffe zu kaufen. Eine neue Waffe zu machen. Vielleicht verändert sich das auch alles mit Level 20, ey, ne? Das kann auch sein, das kann auch sein. So, zack. Ah, das Geld haben wir leider nicht bekommen. Schade. Aber egal, halb so wild. So, die Waffe haben wir wenigstens bekommen jetzt hier. Zack, die auch. Bup, bup. Hier nochmal, komm schon. Ja, jetzt verbinden sich. Jetzt haben wir direkt eine Uzi. Sehr gut. Uzi, ganz wichtig. Und die hier noch. Alter, jetzt sind wir richtig stark. Wir sind gerade richtig stark. Ah, den kriegen wir nicht. Schade. Schade. Egal. Aber dafür haben wir jetzt hier wieder krasse neue Waffen. Und dann können wir die verbinden, verbinden, verbinden. Und ich glaube, gleich können wir uns diese krasse Waffe... Ah, guck mal hier. Wie die zerstört werden, Alter. Das ist ja so easy, so simpel. Einfach absolut auseinandergenommen. Okay, jetzt haben wir hier aber mehr Wir können Schaden. Jetzt eine neue Waffe bekommen, ne? Wenn wir einen guten Run haben. Eigentlich müssen wir jetzt richtig viele Sachen einsammeln, dass wir eine neue Waffe bekommen, ja. Das wäre ganz cool. Wir haben direkt Multishot, was wichtig ist. Multishot ist ganz wichtig. So. Das heißt jetzt hier so viele... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ey. Du hast gar kein nichts eingesammelt gefühlt. Die ist größer jetzt, ne? Oh, nein, die ist nicht mehr größer. Hä? Hä? Waffen. Hey! Ey! Hey! Das ist einfach durchgegangen. Was sollte das? Das sind doch Cheats. Das war absolute Scam. Jetzt komm schon. Zack, zack. Hier noch. Ja! Okay, knapp. Knapp, aber alles eingesammelt. So, und jetzt haben wir ja ein paar Waffen mitgenommen, aber es waren jetzt nicht so viele, ne? Oh, 32, 64. Oh, Raketenwerfer, was? Ist da... Bro, das ist so krass. Ey, der war ja so krass, der Raketenwerfer. Der war ja so krass. Okay, komm, wir machen jetzt Feuerrate. Oder ich spare jetzt mein Geld auf die Waffen. Aber wir kommen ja sowieso schon so krass durch. Guck mal hier, sind sowieso schon richtig OP. Stimmt, oh. Das kann man ja auch machen. So, 10.000. Na, kriegen wir nicht. Schade. Aber hier vielleicht. 10.000er. Nee, auch nicht. Egal, jetzt haben wir noch ein mehr. Ein Upgrade, glaube ich. Ein mehr. Den kriegen wir nicht, leider. Jetzt aber. Gatling Gun. Easy. Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, Spreadshot auch noch. Ey, jetzt geht's richtig ab. Jetzt geht's richtig ab. Oh mein Gott. Okay, hier. Einsammeln. Beide. Nein, 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 nein. Okay. Knapp. Hier noch. Komm schon. Einsammeln. Jawohl. Jawohl. Und zack, hier. Ah, die eine habe ich nicht mehr bekommen. Aber jetzt kaufe ich mir nämlich einfach ganz viele von diesen Teilen. Was denkst du, das ist schlau? Ich glaube schon. Oh, es wird auch teurer. Ja, es wird teurer, deswegen ist es nicht so schlau, leider. Obwohl, wobei? Ist schon krass eigentlich. Schon eigentlich, doch, ist schon, doch, schon sehr krass. Ja, aber, ja, auch nicht so krass jetzt, ne? Dafür, dass wir gerade 5.000 so ausgegeben haben. Aber guck mal, wie die alle jetzt kaputt gehen. Die gehen so krass kaputt. Und der auch. Ey, Leute, wir sind auf jeden Fall unbesiegbar, was das hier ganze angeht. Und schau dir mal an, Mökern, der ist einfach orange, der Stift. Aha. Wie sieht der aus? Und, oh, pass auf. Hier. Oh. Können wir jetzt hier so richtig so... Warte mal. Wir müssen ja den Stift ja oben, glaube ich, machen. Ne? Das heißt, hier müssen wir erstmal die Mine. Und dann, nachdem man die Mine gemacht hat, die dann auch noch ganz spitz machen hier. Das heißt so... Oh, oh, oh. Und. Zack. Guck dir das an. Ey, der sieht gut aus, oder nicht? Der sieht richtig gut aus. Also ein bisschen. Uns fehlt ein Stern. Hä? Okay. Jetzt müssen wir kurz mal schauen. Und zwar haben wir jetzt hier noch weitere Schiffe, weitere Möglichkeiten.
und auch noch verschiedene Aufsätze. Und den müssen wir uns freischalten für 100 Dollar. Das kriegen wir hin, Leute. Kein Problem. So, Vulkan, jetzt geht's hier richtig ab. Und zwar... gerade. Und warte. Und jetzt müssen wir... jetzt wechseln wir das Werkzeug quasi. Okay. Das heißt so. Jetzt haben wir das Werkzeug. So, und... Und jetzt? Was? Also einen eckigen Stift einfach. Wie cool. Das heißt, die Stifte sind also verschieden. Also man soll einfach nicht den normalen Stift machen, sondern wir sollen so richtig, richtig coole verschiedene Stifte machen. Jetzt versteht es auf jeden Fall. Und hier, den schalten wir ganz frei für 100 Dollar, weil ich glaube, der hat ja andere Linien wie der rechte jetzt zum Beispiel oder wie der linke, ne? Das heißt, wir werden mal sehen. Jetzt mal hier schön zack. Und hier jetzt schön Ecke reinmachen. Okay. Und dann haben wir hier auch noch diesmal eine Ecke. Oh Gott. Das ist so ein richtig... Alter, das ist ja übertrieben spitz. Guck mal, das ist die perfekte Pyramide. Einfach so heißt der Stift. Okay. Sehr, sehr interessant. Mal gucken, wie es jetzt beim nächsten hier aussieht. Und da wissen wir auf jeden Fall nicht... warte mal. Hier, den. Der ist jetzt nämlich, ja. Mal gucken, was wir für Stifte bei dem... Ich glaube, der wird richtig cool, ne? Ich glaube auch, der wird richtig cool. Ich frage mich, wenn ich jetzt das... Guck mal, ich kann jetzt hier... Deswegen haben wir gerade auch Minuspunkte bekommen. Ja, weil ich was Eigenes gemacht habe. Das heißt, lass mal eigene so Stifte machen. Guck mal hier. Warte. Noch einmal. Wie es mal an, wie er aussieht. So. Zack. Guck mal. Das ist ja schon Kunst. Das ist schon... Oh Gott, jetzt hier auch noch. Das ist absolute Kunst. Wie es mal an, Alter. Was denn das für ein Stift? Ey, nur einen Stern. Egal, Bronze. Bronze ist doch nicht schlecht für so ein Meisterwerk, oder nicht? Das stimmt. Okay, warte, machen wir den nächsten Mal viel, viel cooler. Und zwar, der kostet auch wieder 100 Dollar. Und da machen wir jetzt einen absoluten... Was können wir da machen? Einen absoluten merkwürdigen Stift. Das heißt, erstmal so. Dann kommt hier das Ding rein. So. Jetzt kommen wir schon zu dem eckigen Teil. Hat das Augen? Das hat Augen. Die machen wir mal ganz kurz weg. Okay. Das ist ein Smiley. Okay, warte. Ich mach hier. Hier kurz ein bisschen rein. Und so. Und jetzt mal hier das Ding. Okay. Und dann. Guck mal, das Smiley. So. Und ey. Was? Ey, das sieht doch voll cool aus, oder nicht? Richtig cool. Er sagt fehlgeschlagen? Nein, der ist doch optimal. Oh Gott, das heißt, du musst den anderen Stift nochmal nehmen, ne? Ey, das war doch voll gut. Komm, machen wir den mal ganz normal. Hier kurz rein. Wie das Smiley sein sollte anscheinend, ne? Das gehen wir einfach hin. Ach, guck mal. Der soll so. Wie der Bauch aussieht. Der soll so aussehen dann, okay? Ja, sieht nicht schlecht aus. Hier kriegen wir auch direkt die 200 Dollar. Der perfekte Stift. Und jetzt geht's schon weiter mit den nächsten Stiften. Weil hier haben wir jetzt... eine Mystery Box. Aufmachen! Und wir können sie uns nicht leisten und nicht hier holen, weil wir keine Werbung haben. Schade, das wäre auf jeden Fall cool. Wir haben eine neue Stiftkollektion. Das bedeutet, dass wir jetzt, glaube ich, die Stifte auch anders machen können, ne? Ich guck mal. Ja, guck mal, wir haben neue Werkzeuge. Okay, warte mal, was ist das? Machst du den Stift so kaputt? So, und jetzt kommt hier das oben rein. Okay, dann kommt hier. Und... das soll eine Schachfigur gefühlt sein, ne? Das ist eine Bowlingkugel. Ah, Bowlingkugel. Okay, das heißt, hier kommt es. Doch, so doch. Ein Pin. Ja, ein Pin. Wir sagen beide Bowlingkugel. Bowlingpin. Okay, das ist echt ein Bowlingpin. Mal gucken, wie die anderen jetzt sind, weil er braucht. Oh, Sport. Okay, was glaubst du? Kategorie ist Sport. Ja, Kategorie Sport. Was glaubst du, haben wir jetzt gleich für einen Stift hier am Start? Für welchen Sport? Vielleicht im Basketball? Basketball wäre auf jeden Fall, wird Sinn machen, ne, bei der Farbe hier. So, zack. Ob das ein Basketball ist, ich bin mir nicht sicher, Mirkan. Oh, Baseball. Oh, guck dir das mal an. Einfach ein Baseballschläger, oder nicht? So, zack. Ja, und hier nochmal schön die Ecke mitnehmen, ne? Ja, guck mal. Der cool. Baseball. Haben wir 3 Sterne? Ja, guck dir das mal an. Okay, jetzt haben wir schon mal Bowling. Und Baseball. Was könnte es jetzt sein? Glaubst du Tennis oder so? Mit der Farbe, mit Blau. Schwierig. Ich glaube, es wird Tennis. Ich sag Tennis. Ich glaube, es wird ein Surfboard.
Wo ist es? Es ist blau auf jeden Fall. Es ist schon mal blau. Okay, hier ist nur ein bisschen. Okay. Was könnte das Na, jetzt sein? Hante. Nein, oder? 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 Ich weiß es nicht. Doch. Oder? Wie cool ist das denn? Doch, eine Hantel. Oder? Doch, das ist eine Hantel. Oder? Ja, okay. Also, glaube ich, irgendwie so Gym oder sowas, ne? Dumbbells, ja, ist eine Hantel. Okay. Das war nicht klar. Hast du früh gesehen? Hast du echt sehr früh gesehen? Muss ich dir lassen auf jeden Fall, ne? Was muss ich dir auf jeden Fall lassen? Mal gucken, was der so mit sich bringt, der Stift hier. Ich schätze mal Basketball, sage ich jetzt. Von der Farbe kann es echt ein Basketball sein. Nein, kann es nicht. Das ist jetzt schon wieder vorbei. Oder? Boah, Football. Oh, was? Ey, Mann. Aber es sieht echt gut aus, muss ich sagen, ne? Echt richtig perfekt aus, wie wir es hinbekommen haben. Okay, jetzt haben wir schon mal alle im Grunde falsch geraten. Wir haben jetzt Bowling, Baseball. Hey, ich habe die Hand richtig geraten. Ja, aber erst nachdem du es gesehen hast, okay, weißt das du? Stimmt, das stimmt. Okay, was könnte gelb sein? Das wird ein Tennisball. Oh, okay. Du sagst Tennisball? Nicht. Ich sag Tischtennisball. Oder Golf. Mal gucken. Oh mein Gott, das wird ein Pokal. Oder? Oder eine Süßigkeit. Oder was wird das? Ist das echt ein Pokal? Ja, ne? Oder? Ja. Nee. Es wird. Ja, Pokal. Ja. Ah, toll. Boah, krass, dass du es so früh gesehen hast. Ja, weil man. Das ist irgendwie so Gold war dann. Guck mal, jetzt hier zack, so. Boah. Und schon haben wir hier den Pokal, weil wir die ganzen Sportarten geschnitzt haben, ja? Wir haben die einfach alle hingeschnitzt, bis zum geht nicht mehr. Und wir haben eine Mystery Box, die wir leider nicht holen können. Aber wir haben jetzt eine neue Kategorie und zwar Halloween. Und ich bin mal gespannt, ob du jetzt das erste richtig erraten kannst, was das sein soll. Ich sag ein Kürbis. Ich sag auch Kürbis. Oder? Hä? Was ist denn das? Guck mal hier vorsichtig. Doch. Soll ein Kürbis sein. Guck mal hier. Oder? Ein Kürbisstift einfach nur. Oder eine Karotte? Hä? Was ist Kürbis? Ja, doch. Ein böser Kürbis. Hier vorsichtig rein. Wie gut. So. Oh ja. Alter. Okay. Jetzt glaube ich. Mal gucken, was als nächstes kommt. Jetzt kriegen wir locker die Farbe weiß oder so, ne? Locker Farbe weiß? Komm. Ich glaube, wir kriegen Farbe weiß. Da drin ist ja eh immer eine andere Farbe. Das wissen wir ja gar nicht. Ich sag, es ist eine Hexe. Ich sag, es ist ein Geist. Ja, eigentlich ist drin immer die Farbe, die der Stift hat meistens. Weil jetzt ist wieder lila. Guck. Was kann das sein? Oh Gott, nein, das habe ich gemacht. Du hast zu viel weggemacht. Ich habe zu viel weggemacht. Was könnte das jetzt sein? Hä? Ist das ein Geist oder sowas? Vielleicht, weil ich den Kopf so komme. Hä, was soll das sein? Hier noch das bisschen wegmachen, oder was? Oh. Und hier auch noch? Hä? Okay. Alles klar. Ja, was ist denn das? Reden wir. Na, ein Geist. Ich hab recht. Ey, was? Das kann doch nicht sein. Das sind kleine Arme. Ich hab die, glaube ich, kaputt gemacht, ne? Ich hab die Mütze, glaube ich, falsch gemacht. Okay, was könnte das jetzt sein? Gelb oder orange? Das könnte. Ich sag ein Skelett. Skelett ist echt gut, Alter. Skelett ist richtig gut. Ich glaube, es ist ein Skelett. Oh. Ja, doch, könnte schon vielleicht. Vielleicht kommt das Gesicht raus, ne? Oh mein Gott, das kann, glaube ich, echt. Nee, ist es ein Skelett? Was ist das? Oder? Was ist das? Oh Gott. Bro, was hast du gemacht? Nein! Das hat richtig geklatscht. Das ist abgefallen. Okay, warte mal, wir machen das kurz hier. So. Hier kurz rein, ohne Probleme. Ey, das war ja. Das ist einfach mir abgegangen oder so. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Nee, du bist einfach weiter rein. Ja, ich musste das hier so. So. Jetzt. Oh Gott, das ist so knapp. Ist das echt ein Skelett? Oh, ist das ein Skelett? Oh, ein Totenkopf. Als ob. Aber ist als Skelett vielleicht? Nee, Skull ist Totenkopf. Oh, aber eigentlich zählt das doch auch. Skelett wäre eigentlich interessant gewesen, weil ich glaube, jetzt kriegen wir. Das könnte ein Skelett sein. Oder eine Hexe. Ich glaube, es wird eine Hexe.
So, machen wir hier das Ding rein, ne? Ohne Probleme. Oder? Da wird das ein Karussell? Karussell? Nein, ich glaube nicht. Nee. Oh, was ist denn? Was ist denn das, das cool, Bro? Hä? War jetzt schon ver... Oh, was? Die Hälfte weg? Vorsichtig. Oh! Oh mein Gott! Oh, eine Spinne! Ja, das hätte man ja gar nicht wissen können. Einfach nein. Spinnenweben, sagen die. Unglaublich. Okay, das ist natürlich... So, jetzt haben wir hier, warte, das nächste Ding. Was könnte das hier sein? Ein Sarg. Oh mein Gott, Sarg ist echt richtig gut, könnte Alter. Könnte stark sein, ne? Sarg ist echt... Nee, nicht richtig. Oder? Man kann es immer noch abschnitzen, weißt du? Nee, es ist, glaube ich, es ist kein Sarg. Was ist denn das jetzt? Ein Schloss? Nein. Hey, was ist denn das? Ein Kokon. Nee. Oh, ja, wieder was man nicht wissen kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott, eine Fledermaus. Guck, pass auf. Batman. Ehrlich, Batman? Oder? Das ist Batman. Ja, oder nicht? Was? Ist das Batman? Ja, das ist Batman. Das ist das Batman-Logo. Als ob. Okay, krass. Damit haben wir jetzt, glaube ich, auch die Stifte geholt, ne? Ja, wir haben dir auch die Stifte geholt. Und dafür müssen wir auf jeden Fall hier... Oh, Mirkan, guck dir das mal an. Alter. Mit dem Stift nach unten graben. Oh, das Problem ist aber, dass er, glaube ich, ein bisschen kaputt geht, oder? Oh mein Gott. Vorsicht. Oh nein. Ah, okay, das heißt, wenn wir den zu schnell drehen, dann verpulvert der quasi, ne? So, dann lass mal hier von dem Stift einmal das hier holen. Und ich glaube, wir müssen auf jeden Fall hier diese ganzen... Guck mal, die Steine haben wir jetzt schon mal 125. Dann brauchen wir noch 150 von den anderen und 150 von denen. So, also hier ist auf jeden Fall jetzt erstmal alles ganz entspannt. Wenn ich jetzt hier gedrückt halte, sind wir etwas langsamer. Wenn ich aber zum Beispiel so drehe ab und zu... Dann kann ich den einsammeln? Nein! Kannst du den lenken? Ich glaube nicht, dass ich den lenken kann. Nein. Okay, warte mal. Guck mal, jetzt klicke ich, klick. Und... Der Diamant! Ich glaube, wenn du oben drin bist, ist gut. Wenn ich oben drin bin, bei Stamina? Ich glaube, ja. Okay, warte. So Feuerstift, guck. Oh, du hast recht. Ich bin Feuerstift, Alter. Was geht ab? Guck, wir haben sogar schon eine Stadt. Wie, ich kann das hier nicht... Oh mein Gott. Wir können jetzt was bauen. Oh, wir sammeln quasi Material ein. Oh, okay, jetzt versteht's. Guck mal, jetzt haben wir hier schon mal... Alter. So, lass mich wieder zurückfahren. Hier wieder in die Mine rein. Und na, jetzt ist er wieder ganz oben. Aber egal, warte, wir können ja nach unten pesen. Yo. Oh Gott, fast kaputt gegangen. So, jetzt werden wir ganz kurz hier... Oh nein, ich hab's zu doll gemacht. Okay, kein Problem. Wir können nämlich hier erstmal unser Einkommen ein bisschen erhöhen. Und dann nochmal ganz kurz hier die Stiftgröße. Jetzt haben wir nämlich, Alter, einen heftigeren Stift. So, pass auf, jetzt erstmal wieder kurz noch... Ah, jetzt ist der breiter. Ach, so bekommen wir auch denn die Sachen. Ja, plus 39. Ah, und jetzt noch den Diamanten hier, oder was? Nee, der müsste noch breiter werden. Schade. Okay, komm. Muss ich hier nach unten gehen? Guck mal, da muss man richtig breit sein dafür, ne? Hier auch ist unser Highscore. So, pass auf, ich bin jetzt hier schön am Brennen gerade. Aber nicht zu doll. Aber wie cool der Stift aussieht. Alter, das ist echt richtig krass. Wir haben ja auch gerade extrem viel Geld jetzt schon, ne? Guck mal, ein bisschen Stamina erhöhen. Ich kann es auch währenddessen machen, ne? Oh. Neue hier Ebene. Auch nochmal. Alter, komm schon jetzt hier das, Alter. Diamant. Nochmal Diamant, 20 Dollar. Nochmal hier eingesammelt. Michael, lass mal unser Einkommen erhöhen. Und nochmal die Stamina her. So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal auf dem Maximum-Level. Und ich glaube, jetzt haben wir hier gerade genug Materialien, um jetzt hier hochzugehen. Und ich glaube schon mal das... Oh, warte mal, wir können das linke jetzt hier bauen, oder? Haben wir als genug... ob. Eigentlich schon... wir haben jetzt 250 Dollar gerade dafür bekommen, dass wir jetzt so eine Schule oder sowas gebaut haben. Also hier nochmal ganz kurz die Teile ablegen. So, okay. Und es fehlen noch zwei Stück davon, ne? Aber warte mal, hier haben wir auf jeden Fall auch nochmal ganz kurz genug, um hier auch auf jeden Fall schon mal was hinzulegen. So, hier schön alles hinmachen. Guck dir das mal an. Jawohl. So, dann geht's hier wieder zurück hier in die Mine, denn... Wir müssen jetzt hier, glaube ich, mal unseren Stift auf jeden Fall gleich auch nochmal erweitern. So, Stamina ein bisschen höher machen und das Einkommen. So, jetzt geht's hier Pacer da unten. Oh, guck mal, wie schnell wir sind, Mirkan. Oh, wir brennen auch vorne fast, glaube ich. Oh, wir brennen. Ja, wir brennen echt gefühlt. So, hier haben wir jetzt aber die Möglichkeit wieder schön... Ja, das ist der gute Stein, den wir brauchen hier. Der rote Stein. So, jetzt hier schön schnell klicken, aber nicht zu doll. Ne? Wir dürfen auf jeden Fall nicht kaputt gehen. Da sind wir auf jeden Fall ein bisschen langsamer bei dem Stein.
Und ich bin mal gespannt, wie viel Geld wir brauchen, um jetzt gleich nochmal die Größe von dem Stift zu erhöhen. Weil dann haben wir ja, weil es steht immer noch free. Das heißt, es kostet auf jeden Fall noch mehr. So, hier schön durchbuddeln, ne? Komm schon, ich will jetzt genug Geld haben, um den Stift zu erhöhen. Ich denke, das kostet wahrscheinlich so 1500 oder so, ne? Ah, jetzt hier schön durch. Oh, warte, wir sind echt, komm Alter, schon. Das kostet, glaube ich, 2000. Er fühlt schon, ne? Ja, das ist richtig teuer. Oh, nein. Oh. Okay, wurde auch mal Zeit, ne? Wir haben mit dem schon echt viel gemacht. So, lass mal ganz kurz hier die restlichen Steine reinpacken. Da haben wir nämlich schon ein neues Gebäude hier gebaut. Und zwar, was haben wir hier? Oh, so eine Mall oder sowas? Oder Klamottenladen, ne? Okay, hier kann man auch nochmal ganz kurz 250 Steine reinpacken. Beziehungsweise die restlichen 140, ne? Sollte auf jeden Fall kein Problem sein. Und jetzt können wir hier kurz wieder in die Mine reinfahren, denn wir wollen natürlich auch unsere Stadt erweitern. Das heißt, wieder in die Mine rein. Und wir haben immer noch nicht die Möglichkeit. Oh mein Gott, immer noch nicht. Ich glaube, der nächste Shift ist richtig krass, ne? Ich glaube auch, ne? Deswegen müssen wir auf jeden Fall jetzt hier nach unten gehen mit dem. So schnell es geht. Guck mal, der ist schon richtig am Brennen jetzt gerade. Oh, ich weiß, muss aufpassen hier, dass ich nicht so schnell mache. So, jetzt sind wir wieder in der Mine am Start. Und ich glaube, die nächste Größe kostet wahrscheinlich so 2500. Schätze ich jetzt mal, ne? Hoffe ich auf jeden Fall mal, weil irgendwie, ich glaube, das gefühlt ewig, bis wir die nächste Größe. Das ist eine Schatzkiste. Ja, oh mein Gott. Okay, warte mal. Nächste Größe. Yo! Was? Guck das mal an jetzt hier, wie wir oben Alter, alles mitnehmen. Groß. Ey, das bringt uns extrem viel mehr Geld jetzt, ne? Gut, dass wir das gemacht haben, dass wir darauf gespart haben. So, und jetzt können wir hier schön... Ey, was ist das denn? So ein Fossil. Okay, warte mal, jetzt sollten wir auf jeden Fall hier die Teile auch mitnehmen. Oh, du bist heiß. Ich bin sehr, sehr heiß gerade. So, komm schon. Ey, dass wir die noch nicht bekommen, ne? Was? Da müssen wir richtig fett werden. So, hier schön die ganzen Teile holen. Aber was ist das denn für ein Stift? Da, komm. Ja, 91 Dollar. Der Stift ist echt krass, ne? Ey, aber wir haben jetzt gerade so viel Material. Ich bin jetzt mal gespannt, wenn wir jetzt unten ankommen. Wie viel wir denn schon bauen können. Guck mal jetzt hier. Das nehmen wir auch nochmal ganz kurz mit hier. Auch nochmal 22 Dollar. So, und jetzt sind wir schon im interessanten Bereich. Weil hier haben wir jetzt Stein, das wir auf jeden Fall brauchen für die ganzen anderen Häuser. Und ich hoffe... Oh Gott, nicht zu doll machen, ne? Wir dürfen es nicht zu doll machen. So, komm schon. Noch ein bisschen unser Income. Also noch ein bisschen mehr Geld verdienen. So, aber jetzt kriegen wir 1 Dollar. Jetzt kriegen wir... 1 Dollar, 1,1 Dollar, was auf jeden Fall echt ordentlich ist. So, hier nochmal schön die Teile mitnehmen. Ja, ey, wir komm können schon. Gleich, glaube ich, richtig viele Häuser bauen, ne? Ich glaube auch. Wie viel wir haben. Ey, Bro, wir haben so viel. So, und jetzt, pass auf, den nehmen wir auch nochmal ganz kurz mit hier, das Ding, oder? Kriegen wir das? Ne, kriegen wir leider nicht. Schade. Aber hier jetzt kurz den Highscore mitnehmen, weil wir buddeln uns jetzt kurz hier nach unten. Da kriegen wir jetzt gleich den neuen Stein, nämlich den dunklen Stein. Den brauchen wir jetzt für die nächsten Häuser. Das ist hier schön. Stamina erhöhen. Komm schon. Grab dich durch. Alter, guck mal, was für Probleme der hat, ne? Bro, wie der am Brennen ist, Alter. Der ist richtig am Brennen, der Stift gerade. Oh. Jetzt hier schön mitnehmen. Und ich glaube, ich warte kurz, bis wir 500 Stein haben. Warte mal, ich kann eine neue Größe. Was? Okay, pass auf, warte mal. So, ganz kurz hier. Zack, nochmal 30 Dollar. Und jetzt, okay. Wir kaufen uns gleich hier die neue Größe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wir gehen kurz in die Stadt, ne? So, wir gehen mal kurz in die Stadt. Werden mal kurz die anderen Sachen hier fertig bauen. So, das hier ist kein Problem. Haben wir jetzt gerade das neue Stein gesammelt, ne? So, hier schön fertig. 57 Dollar bekommen. Easy peasy. Hier haben wir sogar... Oh, die neue Zone kostet 10.000 Dollar. Okay. Das, guck mal, wie viel wir da noch machen können, Alter. Holy moly. Das können wir auch fertig machen. Ja, ja, guck mal. Wie viele Materialien wir jetzt abgeben? Alter, einfach so ein Hochhaus. Und locker 1000 Dollar kriegen wir dafür. Krank. Hier können wir auch noch was abgeben. Was ist, wenn wir hier rechts fahren? Sind hier auch noch Häuser oder haben wir rechts keine Häuser? Ich glaube, ne, rechts ist noch nichts. Okay, dann düsen wir ganz kurz mal zurück. Wieder in die Mine, denn wir haben ja jetzt einen viel heftigeren Stift, mit dem wir extrem krasse Sachen machen können, Mülkan. So, jetzt gehe ich hier kurz zurück hier. Nein, in die Mine rein. Und Einkommen, genau, Income. Ja, ja. Und jetzt pisst er richtig durch hier. Oh yeah. Oh yeah. Okay, jetzt kriegen wir auf jeden Fall extrem viele Materialien. Also hier, guck mal, jetzt kriegen wir auch die Teile nicht eingesammelt, die hier außen noch waren. Guck mal, hier schön alle mitnehmen. Ey, ich glaube, jetzt kriegen wir gleich... Also ich werde auf jeden Fall jetzt probieren, richtig weit nach unten zu gehen gleich, wenn wir jetzt unten ankommen. Dass er auf gar keinen Fall kaputt geht. Und dass ich die ganze Zeit dieses Stamina-Ding halte auf der etwas oberen Etage. So, guck mal, sind wir sogar schon bei dem roten Stein. Mach ich noch ein bisschen Income erhöhen, ne? Ein bisschen Stamina nochmal höher machen.
So, das ist auf jeden Fall schön, die ganze Teile kaufen. Wie viel mehr Stamina wir haben jetzt. Ja, ich weiß, das ist richtig krass. Ich kann jetzt gucken, wie schnell wir jetzt hier werden können, ohne dass wir direkt kaputt gehen, Alter. Jo. So. Oh, hier. So, nochmal hier kurz, warte. Ein Income nochmal erhöhen, dass wir nochmal mehr Geld bekommen. 1,4 Dollar jetzt schon, das macht auf jeden Fall einen riesen Unterschied. So, guck mal hier, schön. Alles, und da ist jetzt nämlich der Highscore. Und jetzt kriegen wir sogar eine Kiste. Da, was kriegen wir dafür? Wie viel Geld kriegen wir? 290 Dollar. Okay, komm, Stamina nochmal ein bisschen erhöhen. Weiter geht's jetzt hier, komm mal, Fullspeed hier jetzt gerade. So, Income nochmal höher machen, dass wir noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Hier auch nochmal die paar Sachen. Alter, wir haben jetzt gerade so viele Materialien, ne? Das ist gerade echt nicht mehr normal. So, komm, Stamina noch ein bisschen krasser jetzt machen hier. Oh mein Gott, das ist bis jetzt der krasseste Stift, Leute, den ihr jemals gesehen habt. So, komm, schon ein bisschen mehr noch. Hier, noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Oh, das ist richtig am Glühen, ne? Der ist richtig am Glühen, Bro. Oh, der kann nicht mehr. Der kann nicht mehr. Der Stift kann nicht mehr. Na. Okay, da sind wir jetzt gerade echt weit nach unten gekommen. Ich glaube, ich mache noch mehr die Stamina höher. Wir gehen nochmal in die Stadt, weil ich glaube, jetzt können wir mit dem Geld oder beziehungsweise mit den Sachen, die wir jetzt gerade geholt haben, ja, hier können wir auf jeden Fall alles holen. Das ist schon mal wichtig. Alle Materialien hier abgeben. So, hier schön. Jawohl, Alter. Komplettes Haus jetzt hier gerade gebaut. Ey, da gibt es bestimmt richtig viel Geld, ne? Ich glaube, es gibt uns echt so 1250 Dollar oder so, ne? Schätze ich jetzt mal. Mal gucken. Ja, 1250 Dollar. Und die nächste Zone kostet leider 10.000. Können wir schon mal ein bisschen Geld ablegen, ne? Aber wir haben jetzt extrem viel Material, aber gar keinen Platz mehr, um neue Häuser zu bauen. Das heißt, wir müssen mal nach unten pesen und ganz, ganz viel neues Geld machen mit dem Stift. So, das heißt, hier, ich gehe nochmal in die Mine rein. Und jetzt mit Vollspeed nach unten. Guck mal hier, der nimmt sogar noch ein paar Steine sogar mit. Das stimmt. Was extrem gut aussieht. So, guck mal, wie die runterfallen noch. So, komm schon. Ey, wir sind richtig am Brennen, ne? Wenn der jetzt gleich unten das Stein berührt, dann geht's auf jeden Fall richtig ab. So, guck mal jetzt hier. Ja, jetzt habe ich den Groove gefunden für den. Es hat auf jeden Fall immer dieselbe Geschwindigkeit. Alter, guck mal. Der ist so krass am Brennen, ne? Alter, so, jetzt. Ist so krass. Jetzt gibt's Geld. Jetzt werden wir die 10.000 Dollar sammeln und den nächsten Bereich freikaufen, um dann noch weitere Häuser zu bauen. Guck mal jetzt hier schön. Jetzt haben wir schon 2.000 Dollar. Und wir sind jetzt schon beim neuen Stein gelandet. Was ist das für ein Stein, Bro? Sieht aus wie... Ich weiß nicht, das sieht aus wie Kalzit. Ja, ja, irgendwie so... Oder Quarz oder sowas. So, jetzt hier schön alles eine Kiste. Mitnehmen. Oh, wie viel bringt die? Auch nochmal 230 Alter, Dollar. Schwede. So muss es doch sein. So, guck mal, jetzt haben wir gleich genug Geld, um den neuen Bereich freizukaufen. Alter, wie der stürzt sich hier durch, boah, Bro. 10.000 brauchen wir, ne? Ungefähr. Wir brauchen, ja, wir haben schon ein bisschen was abgelegt. Ich glaube, wir brauchen noch so 8.000. 8.000 wäre, glaube ich, nicht schlecht. Dann haben wir jetzt gleich geschafft. Jetzt haben wir schon 6.000. Und, oh, nicht zu doll auf jeden Fall machen. Ey, der Stift, ne? Der ist so am Brennen, Leute. Das ist echt nicht mehr normal. So, komm schon, 7.000 haben wir jetzt schon. Und noch 1.000, dann haben wir genug, um in den neuen Bereich reinzugehen. Ich glaube, da haben wir locker. Haben wir locker, flocker. So, komm schon jetzt hier. Oh, und, warte mal, den neuen Stein. Alter, wie cool der aussieht. Doch nochmal mit, ne? Der sieht schon cool aus. So, guck mal, jetzt hier schön. Oh, das neue Gestein mitnehmen. Bisschen, dass wir so ungefähr so 250 oder so davon haben. Ja, guck mal, jetzt sind wir oben angekommen. Jetzt kommt hier das ganze Ding durch. Oh mein Gott. Ey, der bohrt sich richtig durch, Alter, der Stift. Oh. Der bohrt sich zu doll durch. Oh. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, genug Geld. Guck mal, wir können sogar auch einen neuen Stift theoretisch kaufen, ne? So, das heißt, wir düsen jetzt mal ganz kurz da vorne hin in den neuen Bereich, wo wir jetzt, glaube ich, extrem viele neue Häuser bauen können. Mal gucken. Das kostet nämlich, ja, 8.000 oder 7.900 Dollar ist noch übrig hier. So, kaufen wir ganz kurz jetzt hier alles kurz ablegen. Und, oh, was? Was? Wir haben Steine immer noch nicht, was, den wir noch nicht haben? Oh, warte. Ach, da vorne können wir alles bauen. Ja, da haben wir es gesehen. Ah, ich würde, ja, da gehe ich lieber hin. So. Okay, damit sollten wir alles hier ablegen können. Mal gucken und... Haben wir hier genug? Oh, no! Hä? Was? Der erste, der zweite Stein fehlt und der letzte. Das kann doch nicht sein jetzt hier. Okay, warte mal, was, wenn wir jetzt hier noch links was ablegen? Hier können wir noch ein bisschen Stein ablegen. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen. Da haben wir auch noch was zum Ablegen, wenn wir noch der Stein ablegen. Auch nicht verkehrt, dass wir schon mal alles mögliche bauen. So, hier. Oh mein Gott. Mein Gott, von dem haben wir extrem viel. Ja, Alter. Wie hat er gebraucht auch? Der hat okay, haben wir von dem Mondstein hier haben wir auch noch ganz viel jetzt gerade, ne? Ja, guck mal. Alter, jetzt geht's hier richtig ab, Leute.
So, hier schön mal alles hinbauen, hinplatzieren. Guck mal, besser geht's jetzt gerade nicht, ne? So, hier ist schön. Zack. Okay, optimal. Weiter geht's jetzt jedenfalls hier auf der Seite, war nämlich auch nochmal ganz das Stein, den wir ablegen konnten. Ich glaube sogar fast das Maximum. Wow. Ja, von dem Roten auf jeden Fall Maximum. Und von dem anderen auch noch. Von beiden. Die beiden sind jetzt, glaube ich, beide jetzt durch, ne? Ja. Jetzt brauchen wir noch diesen komischen einen neuen Stein, den wir noch gar nicht bekommen haben. Da fehlen uns einfach 1000, keine Ahnung was, gefühlt 2000 Steine oder so von dem. Jedes Gebäude braucht das. Ja, jedes Gebäude, Alter. Wir würden einfach alle aus diesem Stein gebaut werden. Aber mal gucken. Wir fahren jetzt mal ganz kurz hier nochmal in die Mine. Und, Alter, das ist schon eine lange Straße jetzt hier. So, ab in die Mine, Leute. Und jetzt wird runtergepäst hier mit dem richtig fetten Stift hier. So, guck mal. Da macht er hoffentlich nochmal ein bisschen Action. Ah, so, jetzt sind wir wieder unten hier am Start. Und jetzt können wir einfach wieder schön die ganzen Steine holen, Birkan. Alter Schwede. Guck dir das mal an. Wie unser viel... Unser Bohrer hat richtig Schwierigkeiten hier schon, ne? Ich schwör's dir, der hat echt die Schwierigkeiten. Der ist richtig langsam, was das angeht. Und gefühlt ist der andere Stein noch nirgendwo in Sicht. Das kann doch nicht sein, Alter. Das kann doch nicht sein. Oh, nein. Unser Stift geht, glaube ich, schon wieder kaputt, Leute. Nein. Och, Mann, das kann doch nicht sein. Da war der direkt dran. Aber Leute, ich würde sagen, wenn ihr von noch einen zweiten Part sehen wollt, wie wollen wir noch die Stadt komplett fertig bauen und den anderen Stift holen und den anderen Stein, lasst ein Like da und ein Abo. Checkt das Video aus. Lasst noch einen Klick drauf und haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao.